Geht gut los, Eli. Hey. Euer Dominik vom Backcountry Expedition? Eli? Ja, und ganz spontaner Spaziergang, würde ich mal sagen. Ne? Wir machen mal eine kleine Runde um den See. Schönes Wetter. Das Ziel, wo ich hinlaufen möchte, ungefähr gut viereinhalb Kilometer von hier entfernt. Dann das Ganze wieder zurück. Das heißt, wir haben hier einiges an Zeit. Wo man mal ein bisschen quasseln kann. Ja, was andere Leute sonst vielleicht zu ihrem Friseur erzählen. Nein, so weit gehen wir nicht. Sondern ein paar wichtige Dinge, dachte ich mir so als Kanalinformation nebenbei. Und ihr habt ja auch schon gesehen, was ich eingepackt habe. Das ist der eigentliche Grund, warum wir losgehen. Denn ich möchte ein paar Objektive testen in der Vergleichsauswahl. Jetzt müssen wir erstmal sehen, es ist ein bisschen alles zugewachsen hier, aber das ist gar kein Problem, Eli. Wir gehen hier gern durch dieses Tor. Schönes Ding. Ja, wir müssen hier einmal kurz aus dem Schilfgürtel raus und dann der See ist da hinten zu Ende. Ja, 400 Meter. Und dann gehen wir da rum und dann gehen wir auf der anderen Seeseite. Ich glaube, die kennt er noch gar nicht, ne? Aber ich glaube, wir kennen eine ganze Menge nicht. Ich gehe einfach mal auf der anderen Seite dann zurück, beziehungsweise lang. Wir gehen die ganze Zeit parallel direkt am Seeufer bis ins Dorf. Ah, das nächste Dorf von mir, das man zumindest per Fuß erreichen kann. Ah, ihr seht, Schwarzwild haben wir in jedem Fall ausreichend. Offensichtlich auch zu viele Hochstände. Ja, die fallen hier schon mal von alleine irgendwo um. Ja, man weiß es nicht. Und das ist hier die relativ... Oh, ich glaube, das seht ihr jetzt gar nicht. Da drüben steht ein riesen dicker Schwan auf dem Acker. Auf der anderen Seeseite. Den holen wir uns gleich, aber da brauchen wir noch 20 Minuten zu. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, möglicherweise sehe ich nicht ganz so frisch aus. Ja? Mal abgesehen davon, dass ich mir jetzt hier die Haare kurzzeitig nass gemacht habe, meinte ich eigentlich... Eli soll sich ja noch nicht so ausvergeben. Ich habe die letzten Tage ein bisschen sehr viel am Rechner gearbeitet, um nicht zu sagen, ich habe es ziemlich doll übertrieben. Man könnte so sagen, jeden Tag locker 12, 14 bis das höchste, was ich mal hatte, waren 19 Stunden. Ja. Und das jetzt über eine Woche lang, 10 Tage, glaube ich, so knapp. Und ich musste das gute Internet ausnutzen. Das ist ja der Vorteil am Frühjahr, wenn die Leute alle rauslaufen und sich an den schönen Frühling ergötzen. Es ist bei mir so, dass ich mich erstmal freue, dass ich wieder ein Netz habe. Ja, beziehungsweise weil das Wetter natürlich ein bisschen beständiger geworden ist bezüglich freierem Himmel.
Jo, und das habe ich ausgenutzt, habe da eine ganze Menge verbracht. Und ich werde mir jetzt auch gleich die Sonnenbrille aufsetzen, weil meine Augen sind ziemlich breit. Na, falls das jetzt jemand bemängelt, ich habe ziemlich große Augenringe, das weiß ich selbst, es sieht nicht gesund aus. Das ist auch nicht normal bei mir, aber ja, was muss, das muss, kann man nicht ändern. Deswegen gucke ich, dass ich das Ganze jetzt so ein bisschen mit Vitamin D3 hier wieder auffülle. Aber nichtsdestotrotz, das soll nicht unhöflich klingen, aber ihr kennt mich ja. Also habt mich jetzt einmal gesehen, ich werde auch nicht mehr besser den Rest des Tages. Werde ich jetzt hier mal die Brille aufsetzen, sonst ist es ziemlich hell. Ja. Jo. Ha. Und windig ist es auch. Ah, ich hoffe, es geht noch, aber das ist am Wasser hier immer so. Ja, ich meine, auf dem Feld sowieso, aber der See, das immer wenn ich am See bin, hier, ja, das glaube ich schon mal irgendwo ein Video im Winter oder so, ne? Da war es denn windig, das lässt sich nicht vermeiden. Aber ich denke, das passt. Und für mich Sinn und Zweck ist jetzt nicht einfach nur zu laufen. Das macht Ina in jedem Fall schon genug. Sondern ich möchte fotografieren nebenbei. Ja, das heißt, jedes Mal, wenn es irgendwo einen Cut geht oder so, wenn ich die Kamera loslassen musste, dann war mir so, dass ich ein Motiv entdeckt habe. Denn das ist jetzt Hauptgrund dieser Unternehmung. Aber ich dachte, ich lasse euch mal ein bisschen dran teilhaben, dass das ein oder andere mal so ein bisschen plaudern können. Jo, fangen wir damit gleich an, sobald wir jetzt hier durch das Dickicht sind. Ich glaube, hier sind wir schon mal lang gegangen, ja? Also ich meine ihr jetzt, ich schon öfter. Aber ich glaube, ihr kennt das. Das war die Stelle, wo ich mir hier 3 Zecken geholt habe mal. Das müsste aber schon 2 Jahre her sein. Hier war ich jetzt auch tatsächlich länger nicht. Ja. Ist ein bisschen alles ein bisschen grüner geworden. Das ist eine schöne Sache. Wo ist denn der Eli hin? Hey, Eli! Komm her hier! Die hat sich auf dem Acker gemacht. Ah. Jo. Schönes Ding. Na, Wegerich. Oha. Oha, das sieht ja gar nicht gut aus. Das sieht ja gar nicht gut aus hier. Hier war mal eine Brücke. Also so eine kleine Rampe. Die liegt, sehe ich gerade, dort oben. Plattform. Hier ist noch das Geländer und dann war da ein Gitter drüber gelegt, so dass man hier vorne rüber gehen konnte. Ja, hier war offensichtlich jemand mit schwerem Gerät dabei, das zu verändern. Dann finden wir bestimmt eine andere Möglichkeit, über diesen kleinen Tümpel hier zu gehen. Ah, da haben wir schon eine. Der Baum sieht ganz mal gut, dass der umgefallen ist, die olle Pappel. Haben wir mal Glück gehabt, ne? Sonst müssen wir hier diese ganze Gülle durchlaufen, da haben wir gar keinen Bock. Wie sieht's aus, Eli? Gehst du vor? Nee, ah, aber nicht da durch. Hier, da drüber. So ist es fein. Tja, das ist ein bisschen weit, Eli. Kommst du da rüber gesprungen? Aber das ist ganz schön tief. Schau mal, wo die Mauten lang gehen. Oh, das ist doch wilder. Hätte ich die Kamera erstmal noch mal kurz einpacken können. Hier hat ja Sturm gewütet im Winter offensichtlich. Jo. Aber auch schön, ja? Hat hier einer hingeschissen? Tatsächlich, guck dich das mal an. Hier oben hat ein Hund direkt auf diese umgefallenen Baum geeiert. Also Ila weiß nicht, das kann ich euch garantieren. Obwohl der sowas auch drauf hat. Ja. Das ist das Ende des Sees. Bei mir. Dieser Tümpel. Das letzte Stück hier, diese natürliche Ecke, die ich mit dem Boot, wenn wir hier mit dem Boot drauf sind, vermeide zu bepaddeln, weil hier viel Wasservögel nisten, ja, also ich möchte keinen stören hier und da achten wir jetzt natürlich auch drauf, dass wir das nicht tun, aber nichtsdestotrotz, irgendwo müssen wir hier langkommen. Na Eli, wie sieht's aus? Oh, da ist auch Wasser,
Du kannst da durch. Ich habe meine Stiefel tatsächlich, nachdem ich jetzt so viel Wachs selbst verschickt habe, muss ich meine eigenen mal wieder machen. Aber das bisschen werden sie jetzt hier noch aushalten. Jo, das ist auch für mich jetzt interessant, da ich, wie gesagt, schon bestimmt, locker ein Dreivierteljahr, kann man sagen. Ja, doch, ich glaube, ich war das letzte Mal im Sommer hier. Ja, die Ecke gehe ich, wie gesagt, nicht so oft, um hier keinen zu stören. Ansonsten ist es eine schöne, ruhige Ecke bei mir, aber die wollen wir ruhig lassen. Ne? So, und jetzt müssen wir hier bloß den Bogen machen und dann sind wir praktisch schon auf der anderen Seeseite. Jetzt hoffe ich, dass da war mal ein Weg, also was heißt ein Weg, eine Fahrrinne vom Trecker, dass die noch da ist, damit wir hier nicht die ganze Zeit durchs tiefe Schilf laufen müssen, weil dann übersehe ich nachher noch irgendwo einen Brutvogel, das wollen wir natürlich auch nicht. Ne? Da vorne kommen wir rüber, da ist ja die Treppe, steht noch, wie sieht's aus. Ja, wir sind die Einzigen, ja, das ist ja nichts Neues. Hier ist auch keine Straße in der Nähe oder so, wo man einfach mit dem Auto ranfahren könnte. Das ist ja alles, wer hier ist, ist entweder Landwirtschaft oder Fischerei. Ja, Angler sind die Einzigen, die hier, aber guck dich das an, ne? Wenn du so einen schönen Feldentwässerungsgraben siehst, ja, der sieht ja, ich hoffe, dass das die Linse einfängt, da sieht du ganz besonders traumhaft aus und der fließt, der kann euch vorstellen, warum ich dieses Wasser jetzt auch meide, ja, ist nicht so gesund. Ich hoffe, aber es wird nicht ausbleiben. Ila wird heute einiges davon trinken, ja, alleine, weil er ja alles trinkt, was stinkt irgendwo, das ist besonders toll. Ist möglicherweise wieder Durchfall. Und ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Das ist kein Witz. Vor ein paar Jahren, jetzt müsste es vielleicht so 5 Jahre her sein, sind hier 2 Hunde gestorben. Aber genau seeabwärts sozusagen, hinten am Dorf, nachdem sie von dem Wasser im See getrunken haben. Das ging dann danach rum und danach hat sich keiner mehr mit dem Hund an den See getraut. Ja, war im Sommer natürlich. Da haben wir zusätzlich noch Blaualgen. Das weiß man jetzt also nicht, woher es gekommen ist. Ich habe da auch keine Beziehung zu. Aber wenn man sich das Wasser anguckt, die Farbe, die ist wirklich im Sommer richtig schön türkisgrün. Ja, und das sieht in so einem Indischen Ozean, sieht das ganz toll aus. Aber in so einem heimischen See ist das nicht gesund. Und so viel zur schönen Umwelt hier. Ja, und da drüben ist auch ein Dorf. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das könnte man jetzt natürlich auch erreichen, aber da ist dann schon die Elbe. Ich will ja am See bleiben. Ne? Also das nächste Dorf am See, was ich meinte, wo wir mal hingehen werden. Und da wohnen auch nur 50 Leute irgendwo. Das war das Nest, was damals 2014 zum Hochwasser richtig schön, wenn man das so in, ne, Anführungsstrichen, weg war. Praktisch so gut wie geflutet. Und Eli muss jetzt natürlich alles markieren. Also für alle Hundefreunde. Nein, Eli hat keine Verdauungsprobleme. Eli ist einfach nur ein Revierscheißer. Ich muss das immer sagen, weil man das immer mal wieder hört. Mensch, dein Hund, der macht so oft da einen Haufen. Stimmt irgendwas nicht mit dem? Der drückt alles Mögliche raus, auch wenn nichts mehr drin ist. Der eine oder andere kennt das vielleicht vom Urinieren. Ja, da wird ja auch das Bein gehoben, obwohl gar nichts mehr da ist. Das machst du vielleicht 20 Mal und dann ist die Blase leer. Das spielt keine Rolle, wird trotzdem das Bein gehoben. Und das Gleiche macht er praktisch auch mit dem Rumeiern. Da setzt er sich hin, auch wenn nichts mehr vorhanden ist. Aber Hauptsache, es kommt noch ein Dufthormon irgendwo in die... Oh ja, jetzt sieht er einen Schwan. Der hat sich ein bisschen verteilt da hinten. Der ist jetzt ein bisschen weiter weg. Also für Angler ist es hier, also ich würde jetzt hier nicht angeln, wegen, wie gesagt, Naturschutz, wegen dieser ganzen Brutgeschichte, Wasservögel und so weiter. Aber wenn man das unbedingt möchte, hat man hier sehr viel Ruhe, in jedem Fall.
Aber, und das ist nämlich der Punkt, du kannst nicht mit dem Auto ranfahren. Also na klar, kannst du alles. Mit dem Geländewagen kannst du alles schön platt fahren. Das ist gar kein Problem. Da kann ich über die Äcker und dann ist gut. Aber ich meine jetzt legal, ne, wenn man sich nach dem Gesetz richtet, dann muss man hier mit dem Rad anreisen. Und da das heutzutage immer weniger Angler machen, ist es ja noch relativ ruhig. Vorne, wo sie mehr rankommen, das heißt, wo man mit dem Auto ranfahren kann, da liegen dann auch gleich wieder ein paar mehr Bierdosen, Zigarettenschlummel und so weiter, wenn hier noch alles schön idyllisch ist. Aber offiziell, seht ihr, das ist jetzt heute schon, also in den letzten 10 Minuten Nummer 5, das, du hast es bald, Eli, ne? Mach da ruhig ein bisschen weiter, ist kein Problem, lass ihn nicht stören. Ja, also hier ist noch schön ruhig und darüber bin ich auch froh. Der Sache allerdings nur geschuldet, wie gesagt, weil es hier keine Wege gibt. Ja? Das ist sozusagen ein See, der mitten von Äckern umgeben ist, ohne dass es eine Anfahrt gibt. Und das ist, wir hatten das, ja? Nur die Leute, die den Aufwand auf sich nehmen, die werden dann auch damit belohnt. Jo, und da drüben standen wir vorhin auf der anderen Seite. Da hat das Video angefangen. Wir sind jetzt praktisch so gut wie gleich gegenüber, schon einmal rumgelaufen, ging relativ fix. Oha! Ein paar Gänse haben wir hier natürlich auch. Ist ein Pärchen. Das sitzt auch immer bei mir auf dem Acker, direkt vor der Tür. Und ja, ich weiß nicht, ob sie es mit Absicht machen, aber interessanterweise, genauso wie Eli, ist jetzt der Nächste da hinten, seht ihr, ja, hat schon wieder sich hingehockt. Genauso wie Eli scheißen sie mir auch ganz bewusst immer auf meinen Fleck. Ich kann sie nicht übernehmen, weil Eli scheißt ihnen ja auch ihr Revier zu. Jo. Und da komme ich mal glatt auf die Idee, dass wir genau das jetzt hier mal austesten und ich den Schwan belichte. Jo, das ist... Ich sag gleich mal was dazu. Ich mach erstmal ein Foto. Da können wir uns wirklich nicht beschweren. Für alle, die fotografisch ein bisschen und für alle anderen nicht, muss ich ja jetzt trotzdem erwähnen, weil es ja Tagesgespräch bzw. weil es jetzt die Runde ist. Ich habe hier zum Test manuelle Objektive bei mir. Und zwar ist es heute der sogenannte... Eli wälzt sich, hat wahrscheinlich irgendwo mal wieder ein Stück Scheiße gefunden. Wenn er seine eigene nicht verteilt, dann nimmt er auch gerne mal andere mit, ja, damit wir uns denn heute Abend noch mal schön wieder duschen können. Ja, das ist sozusagen heute der 200 mm Tag. 200 mm Brennweite. Ich habe vier Objektive mit. Und ja, hier auf da drüben, da stehen wir sonst immer. Ja? Wenn ihr mich nochmal am Wasser seht, ist es meistens da drüben die Ecke. Und jetzt mal, wie gesagt, ganz anders. Wie gesagt, dauert ein paar Minuten und dann... der Grund, warum ich übrigens heute nicht mit dem Boot unterwegs bin, ist genau jenes Ding hier. Ja? Denn ich hatte mir, wer vielleicht schon auf die Idee gekommen ist von alleine, wäre natürlich deutlich cleverer gewesen, wenn ich den See einmal runter möchte. Nicht nur, um mir diese Runde zu ersparen, sondern grundsätzlich bin ich auf dem Wasser nicht langsamer als hier auf dem Land. Ne? Aber das machen wir genau deswegen nicht. Ah, und die Objektive, die ich hier mit habe, bis auf eines, das ist, was ihr gesehen habt beim Einpacken, das Größte. Das ist ein automatisches mit einem motorbetriebenen Fokussiereinstellung. Die anderen sind manuell und zwar mehr oder weniger genauso alt wie ich. Tatsächlich, ja. Und alles 200 mm, alles verschiedene Varianten. Das hier ist eine Festbrennweite. Ja? Die ist nicht besonders groß für 200 mm. Und genau darum geht es nämlich heute hier. Ich möchte herausfinden, für welche Linse ich für unterwegs in diesem Brennweitenbereich mitnehmen kann, die möglichst kompakt und leicht ist. Und natürlich auch bei entsprechender Qualität, das ist ganz wichtig. Und super robust muss auch noch sein. Und da kannst du nur manuelle Linsen finden. Der heutige Kram, der auf dem Markt ist, das sind alles Plastilinsen. Damit kannst du nichts anfangen, wenn du irgendwo in der Wildnis bist. Also zumindest was die Robustheit angeht. Jo, und das sieht auch nach einem wunderschönen
Da drüben haben wir, da wohnt dieses längliche gelbe Häuschen, was ihr seht. Das war zu DDR-Zeiten mal ein Kinderferienlager. Und da wohnt jetzt eine Dame drin. Die ist damals aus dem sehr westlichen Teil der Republik. Ach, jetzt hätte ich Enten fotografieren können. Ah, die kriegen wir noch drauf. Ist die hierher gezogen, weil keiner das Gelände haben wollte, weil es nämlich zu groß war. Und weil die Leute kein Geld hatten. Wenn man bedenkt, was es damals gekostet hat, ist es ein Apfel und ein Ei. Praktisch nichts. Ja. Darf man das eigentlich erzählen? Hier hat damals der Quadratmeter 14 Pfennig gekostet. So, und die haben, diese Dame dort hat sozusagen ein komplettes Kinderferienlager plus dem Land, was dazugehört, für sich allein. Was wir da, das flache Gebäude sehen, ist der Essenstrakt gewesen, ehemals. Und das andere ist dann halt das Verwaltungsbürogebäude und so weiter, mit Schlafhäusern und so weiter. Also es ist ein Riesengelände, eigentlich der Traum für jeden, der sagt, ich möchte mal alleine und so weiter. Und wenn man natürlich ein großes Umfeld hat um sich herum, dann ist man natürlich auch vor allen anderen, hat man die Schnauze sozusagen nicht nur voll. Darüber möchte ich mich jetzt nicht äußern, aber zumindest seht ihr schon, man lebt sehr ruhig. Ja? Mit Seezugang. Ja? Das heißt, das Grundstück geht direkt ans Wasser. Die hat Wald, See, Acker, Feld und ein riesen Säbelschloss. Das ist eine schöne Sache, ja? Kann man wunderbar leben und deswegen werden wir das jetzt gleich mal ausnutzen. Und dann werden wir jetzt hier mal den Paparazzi machen, um zu gucken, wie weit ich ins Schlafzimmerfenster reinkomme. Hey, Eli! Schönes Wetter, ne? Bis ins Schlafzimmer, sage ich nur. Das muss ich hier der Korrektheit halber sagen, ja? Ich mache das jetzt hier nicht, um Leute zu spannen, sondern mir geht es darum, die Optiken zu testen. Und übrigens, solche Fotos lösche ich auch wieder hinterher. Denn die sind für mich, ich mache vielleicht einen kleinen Abzug oder einen Ausschnitt oder so, aber die sind für mich ist es hier nur sozusagen ein Schärfe- und Funktionstest heute, diese Objektive. Also ich habe eine ganze Menge zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll tatsächlich. Denn ich hatte ja das gedacht, so ein bisschen mit, mein Smalltalk kann man nicht direkt sagen, sondern ich wollte euch ein paar Neuigkeiten berichten. Das hätte ich vielleicht gleich in der Einleitung mal sagen sollen. Die erst haben vielleicht schon aufgelegt, aber ja, so ist das denn halt, ne? da gibt es was Neues. Der Acker ist ja alles Raps. Ist jedes Jahr natürlich hier was anderes. Also das heißt natürlich, es ist hier zumindest, hey Eli! Der wird bald knallgelb sein. Und das ist auch wieder ein wunderschönes Motiv. Vor allem mit diesen landschaftlich schön gelegenen Strommästen denn immer so. Ja? Aber die kann man ja durchaus mit einbinden. Ja? Muss ja nicht sein, dass das jetzt hässlich ist. Wir gehen ruhig mal ein bisschen durchs Grüne. Vielleicht entdecken wir hier noch das ein oder andere Heil. Oh, da haben wir schon eins. Guckt euch das an. Seht ihr dieses wunderschöne gelbe Hanfußgewächs, so wo genau der Schatten der Kamera jetzt drauf fällt? Das muss ich ablichten. Das ist hier übrigens. Ne, guckt euch das an. Also das, wir kriegen hier halt alles präsentiert. Ein wunderschöner Ameisen. Ich zeige euch gleich mal rein. Erst eins nach dem anderen. Muss mich konzentrieren. Jo, die Blüte haben wir. Ist kein riesen Highlight jetzt, ne? Aber ihr seht da ja, sticht heraus. Und das ist ja das Besondere beim bewussten Fotografieren. Man erweitert den fotografischen Blick. Man nimmt Dinge wahr, die man sonst vorher so gar nicht gesehen hätte. Nicht, weil man auf der Suche ist, sondern das kommt von ganz alleine. Ja, und jetzt von ganz alleine. Oh, hier haben wir die Waldameise. Hier haben wir die Waldameise. Hier ist richtig was los. Ich halte euch mal direkt da rein. Mal sehen, ob sie mir das nicht übel nehmen. Thank you.
Ja, Wahnsinn, ne? Hier ist es los. Hier wird ein richtig schöner, wird dem nächsten Bau entstehen. Ila, da hältst du mal lieber Abstand von. Die wollen wir auch nicht weiter stören. Sieht gut aus. Versuche ich gleich das nächste Motiv einzufangen. Die Schwierigkeit ist, da das ja eine Festbrennweite ist, das ist ja die Kunst des Ganzen, hat die auch eine sehr lange Naheinstellgrenze. Für alle, die das nicht wissen, um hier genau fokussieren zu können, muss ich auf genau jene Entfernung der Brennweite, die Entfernung zum Motiv gehen, das heißt 200 mm Brennweite, sind hier ungefähr auch 200 cm Abstand. Das heißt, ich muss tatsächlich weit genug weg, damit ich das Ganze scharf hinbekomme. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Aufnahmen aussehen werden. Denn ich kann hier wegen der hohen Helligkeit, natürlich auf dem Display, kann ich zwar gucken, aber das verfälscht ja den Eindruck. Das muss ich dann wirklich irgendwo ein bisschen abgeschattet mir beobachten. Daher gucke ich mir das Ganze jetzt hier gar nicht an, sondern, oh, wir haben einen Käfer auf der Linse. Habt ihr den gesehen, ein kleiner grüner oben? Sondern tatsächlich erst zu Hause. Ja, das wird dann die große Überraschung, dieses Rundgangs hier. Es gibt ja überall wunderschöne Motive, ne? Jo, also ich wollte euch ja eigentlich noch was nicht ganz unwichtig erzählen tatsächlich. Ja, also jetzt, wir gucken jetzt hier nicht nur, wie ich Fotos mache, sondern auch wenn das Hauptthema ist, denn das Ganze hat einen Hintergrund. Und die Leser meiner Webseite, also die Aufmerksamen, die vielleicht ab und zu mal hingucken, was es Neues gibt, den dürfte ein Bericht oder ein Verweis aufgefallen sein. Und zwar ganz unten im Footer meiner Webseite, da wo sozusagen diese wichtigen Sachen stehen, Disclaimer und so weiter, alle Themen, die irgendwo direkten Zugriff haben. Da steht gleich, es müsste an zweiter Stelle sein, ein Bericht, Bedarfsausrüstung Wunschliste. An diesem habe ich jetzt tatsächlich genau diese ganze Zeit verbracht, hauptsächlich. Ich habe auch ein paar Reviews geschrieben, aber hauptsächlich ist das genau die Zeit, die ich am meisten investiert habe in jenen Bericht. Und ich wollte das eigentlich im Zusammenhang mit einem anderen Video erwähnen. Und möglicherweise kriegt es dann auch mehr Zugriffe, beziehungsweise schauen sich es dann mehr Menschen an. Jetzt müssen wir hier rüber, wir sind schon fast vorbeigelaufen. Aber das jetzt für die Insider, die so viel Geduld haben und sich dieses Video angucken, kriegen die Informationen sozusagen schon eher. Der Bericht ist noch nicht 100%. Ich arbeite, wer auch das gesehen hat, praktisch jeden Tag daran. Es gibt immer eine Aktualisierung, blende ich dann auch ein, an welchem Tag ich, und daran sieht man, dass jeden Tag sozusagen an diesem Bericht gearbeitet wurde. Und ja, und bevor ich jetzt hier auf diesen Zusammenhang komme, haben wir hier nochmal ein schönes Motiv entdeckt. Das heißt, wir können das Schlafzimmer nochmal von einer anderen Richtung beleuchten. Vielleicht kriege ich jetzt die Küche rein. Ja, da bin ich sehr optimistisch. Gucken wir mal. Fotomotiv von hier. Ja, also ganz interessant. Ich bin echt gespannt, wie die Aufnahmen nachher aussehen, beziehungsweise was da ja zu sehen ist. Vielleicht steht jemand am Fenster und winkt und ich kann es nicht sehen, aber die Kamera in jedem Fall. Ne? Und das ist das Besondere daran, auch wenn die Linse schon so alt ist, sie soll zumindest super sauscharf sein. Und das werden wir jetzt ja herausfinden, auf genau solchen Dingern. Wen es interessiert hat übrigens, ja, manuell fokussiert natürlich, belichtet hier mit Blende 11, ja, Objektiv noch mit schönem Blendenring dran. Und ISO 400 und eine 500stel Sekunde. Ich hätte jetzt belichten können, ja, auf 250 würde auch noch gehen, aber ich will das Verwacklungsrisiko hier wirklich 100% ausschließen, und bei einer 500stel, da passiert praktisch gar nichts. Ja, also das liegt dann sozusagen dann nur noch am Objektiv oder an der falschen Fokuseinstellung, aber nicht mehr an meiner ruhigen Hand. Und oh, wir haben schon das nächste. Nun schaut euch das an. Diese wunderschöne Kirche hier. Oh, wollen wir mal duften? Oh, naja, er riecht ein bisschen nach Heu irgendwie.
Aber es steht ja auch auf dem Land, ne? Eli setzt schon wieder seinen nächsten Haufen. Ich habe jetzt gar nicht mehr mitgezählt. Also da kommt natürlich nichts mehr, ne? Aber es ist immer interessant, wenn er Freude hat, den ganzen See als seins abzustecken. Darf er entsprechend weit genug gehen, dürfte heute Abend richtig gut... da braucht er nicht mehr laufen, wenn er so viele Arschmuskeln die ganze Zeit anstrengt, ne? Machen wir erstmal ein Bild. Also ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von diesen... von diesen alten Dingern. Die sind unheimlich scharf. Ja, der Hersteller muss natürlich sagen, dass alles Neue besser ist. Das kennen wir ja. Ne? Aber ich trete gerade hier den Gegenbeweis an. Ein Video gibt es ja dazu schon zu diesem Thema. Und ich habe mich entschlossen, dazu ein paar mehr zu bringen. Also auf die Technik gehe ich nochmal explizit ein in einem speziellen Video. Da will ich euch jetzt nie mehr, möchte ich jetzt keinen mit. Aber ich versuche ein paar Bilder einzublenden von diesem Spaziergang. Und ich habe das eben schon gesehen, das Ding war so scharf, ich kriege den Blütenausschnitt einzeln hin von einem Kolben tatsächlich, des Stempels sozusagen, neben dem Blütenkelch. Das ist Wahnsinn, ne? Also wenn man bedenkt, dass ich 2 Meter entfernt war. Jo, gut, also an welchem Punkt sind wir gewesen? Wir kommen immer wieder vom Thema ab. Wobei, wir sind ja eigentlich beim Thema, ne? Hier. Die Nummer... Die Gemeinsamkeit, beziehungsweise was ich gesagt hatte bezüglich des Berichtes, den ich da geschrieben habe. Das ist ein Thema, was mich tatsächlich jetzt schon länger beschäftigt, und zwar seit Anfang des Jahres oder seit Ende letzten Jahres genau, ne? Nachdem die Tour zu Ende war und ich dann überlegt habe, wie machen wir weiter. Und der eine oder andere wird jetzt natürlich berechtigterweise schon lange zappeln und warten auf meinen dritten Teil des Videos, wie soll es mit der Kanalzukunft weitergehen. Nachdem wir die anderen beiden Teile hatten, was ich gesagt habe, die logische Konsequenz. Ich musste, warum ich das nicht gleich machen konnte oder bis jetzt noch nicht gemacht habe, erst einige Dinge abklären für mich selbst tatsächlich. Denn wenn ich mich irgendwo hinsetze, in die Öffentlichkeit etwas sage oder auch auf meiner Webseite schreibe, dann mache ich das möglichst überlegt. Das heißt, ich bin kein Mensch, der sich heute was sagt und in einer Dreiviertelstunde sagt, ach nee, warte mal, scheiße, ne? Wisst ihr? Das heißt, wenn ich was sage, soll das Hand und Fuß haben, so dass es auch gilt, man sich darauf verlassen kann. Und das ist mir wichtig, und in diesem Zusammenhang muss ich jetzt erst einiges abklären, nochmal überdenken. Das dauert eine Weile, hat mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich gedacht hatte. Aber wisst ihr ja, wenn man einen Gedanken anfängt, tut sich der nächste auf. Das heißt, man kann vorher noch gar nicht absehen, wo man jetzt sagt, ich weiß in 2 Tagen Bescheid, ich denke drüber nach. Das kann man ja nicht forcieren, so etwas, wisst ihr, wenn man irgendwo... Hier hatten wir gerade einen Wasservogel. Wenn man etwas Kreatives macht, ne? Das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt sage, ich wechsle ein Rad am Auto. Da kann ich sagen, okay, alles klar, in 7,5 Minuten sind die Radbolzen fest. Aber das funktioniert hier so nicht, deswegen dauert das ein bisschen. Und die Dinge, die ich jetzt für mich abklären musste, die behandelt genau jener Beitrag, den ich da geschrieben habe. Darum geht es tatsächlich. Und wer sich den Beitrag ansieht, der bekommt den Eindruck, alter Falter, der ist ganz schön lang, ist sehr komplex. Die Recherche, die ich dafür machen musste, für viele Dinge, die dort abgebildet sind, um die es da geht, das hat gedauert. Das hat wirklich gedauert. Und jetzt bin ich aber der Meinung, dass ich zu 95% durch bin damit. Und deswegen dachte ich mir jetzt, kann ich euch dazu mal etwas sagen, und wir verbinden das mit dieser kleinen fotografischen Ausflugsrunde um den See hier. Ja, wisst ihr jetzt Bescheid, worum es eigentlich geht in dem Video, ja? Da hinten übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das seht, über dem Acker, dieses Dorf ist auf der anderen Elbseite. Das heißt, die Elbe ist da, wo, das kann wahrscheinlich die GoPro nicht einfangen, ne? Hier hinter dem braunen Acker, die grüne Wiese, da ist der Elbdamm. Das ist von hier, ja, also wenn man das jetzt für alle, die mal wissen wollten, wie ich so wohne, deswegen wäre die Muße auf sich nimmt, sich solche Videos anzugucken. Da kriegt natürlich auch ein paar mehr Einblicke als alle anderen, die sonst immer nur Fragen stellen. Ne? Seht ihr ja, Luftlinie ist praktisch nichts. Ne? Könnten wir jetzt hinlaufen, wären wir in 15 Minuten in der Elbe.
dauert jetzt ein bisschen über den Acker hier. Ja. Und das andere Dorf ist, wie gesagt, auf der anderen Elbseite. Und also ich glaube nicht, es ist sehr hell, aber ich würde es mal versuchen. Und Ila ist eigentlich schon auch hinten am Horizont, nur die andere Richtung. An seiner Lieblingsbeschäftigung, Eiern. Ne? Und ich eiere jetzt mal. Ich gucke mal, ob wir genau auf 12 Uhr diesen Kirchturm da hinbekommen. Das ist natürlich immens weit weg. Ähnliche Einstellung wie gerade eben an dem Spannerhaus. Und ich habe so belichtet, dass ich den Turm, also den Glockenturm der Kirche, einmal in der Mitte zentral des Bildes habe, als auch direkt am Rand, um uns auch mal die Randschärfe dieser Linse anzuschauen. Das sind jetzt natürlich eine Extrembedingung, weil hier reichen 200 mm eigentlich damit. Aber wenn das eine dermaßen hohe optische Güte hat, an der Kamera liegt es nicht, die ist extrem Porno. Aber das Objektiv, wenn das mitmacht, was die Kamera leistet, so ansatzweise zumindest, dann bin ich sehr gespannt, ob wir auch auf dieser Entfernung noch was hinzaubern können. Ja, und hier, Ila hat jetzt irgendwas gefunden. Ila, wie sieht es aus da unten? Aha, ja. Hier schnüffelt er in jedem Fall sehr massiv und hier markiert er auch wie wild. Das heißt, hier ist jemand oder etwas gewesen und ich tippe mal auf etwas. Auf etwas. Irgendein Wild wird hier gelebt haben, länger als nur mal kurz eben getrunken am See hinter dem Baum. Das sieht auch sehr gemütlich aus. Das kann natürlich einfach ein Reh gewesen sein. Ja. Warum ich das jetzt so sage, etwas, wir haben ja auch Wölfe, also für alle, die es nicht wussten, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, und die sind jetzt wieder, werden jetzt hier wieder ein bisschen hoch gepusht und das Frühjahr treibt den einen oder anderen wieder raus und dort hinten auf dieser Anlage, das ist Klärwerk der nächsten Stadt, dort hinten gibt es einen Hof. Die haben Schafe, Gänse, Enten, Pferde. Und da ist auch ein paar Mal gerissen worden. Ja. Jo. Ja, ansonsten müsst ihr doch mal zugeben, ne? Also für alle, die gern so die Route mal wo reinhalten. Das ist total idyllisch jetzt hier, ja. Man hat jetzt die Sonne auch im Nacken. Kann sich hier kleinen Disclaimer für alle Kinder zu Hause. Wenn er sowas macht wie der Dominik hier, bitte einen breiten Hut mit Krempe aufsetzen und möglicherweise den Nacken eincremen. Ja? Ich mache das nicht, ganz bewusst, weil ich die konzentrierte Vitamin D3 Dosis heute abholen möchte, inklusive der leichten Hautrötung. Das ist, was einen, wisst ihr ja, ne? Nicht umwirft, das kann einen nur abhärten. Und bevor ich dann im Sommer wieder die ganze Zeit nur im Schlipper rumlaufe, um ein bisschen Vitamine zu tanken, ist das jetzt hier sozusagen die Vorstufe. Tatsächlich, wenn ich jetzt entsinne, der zweite Tag im Jahr, wo ich eine kurze Hose trage. Ne? Kann man schon mal machen. Wir dürften heute 22 Grad sogar knapp haben. Das ist Wahnsinn. Ne? Hier haben wir diese von der Erle. Auch schön, ne? Das ist jetzt allerdings ein ungünstiges Motiv aufgrund des extrem starken Kontrastes, weil das ja komplett schwarz ist und den Himmel, den ich da reinlichten würde, extrem hell ist. Das ist aber keine gute Kombination. Solche Fotos sollte man lassen, auch wenn es interessant aussieht. Kommt nichts Vernünftiges bei raus, zumindest nicht, wenn man so fotografiert wie ich, ja, ohne starke Nachbearbeitung. Beziehungsweise in diesem Fall, ich bearbeite diese Foto, also ich möchte sie überhaupt nicht nachbearbeiten. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache, ne? Weil ich sehen möchte, was leistet die Optik, ohne dass ich da rumfusche. Ja, also Eli kommt in jedem Fall voll auf seine Kosten.
Heute hat er wirklich einen Krampf. Wenn der heute Abend, wenn wir nach Hause kommen, hat er einen Krampf im Arsch und im Bein. Und dazu müsst ihr wissen, wir sind heute früh schon mit unserer üblichen Paketrunde in der Stadt gewesen. Ja, nachdem ich ganze 2,5 Stunden geschlafen habe, Eli natürlich genauso wenig, weil er schläft ja nicht, wenn ich nicht schlafe, haben wir, oh, hier mal ein schönes sonniges Plätzchen, guckt euch das an, sind wir Pakete gefahren und er hatte schon sozusagen seine, naja, knapp 20. gewesen Kilometer gelaufen. Und dann heute jetzt nochmal, ne? Also auf 10 kommen wir heute bestimmt mit dieser kleinen kurzen Wanderung im flachen Acker, ist nichts Wildes. Wenn man sich hier eine Weile hinsetzt, und die Zeit könnten wir uns natürlich nehmen, ja, aber ich habe hier ein Ziel, was ich erreichen will, das ist noch ein bisschen entfernt. Würde hier bestimmt das eine oder andere, der Fisch irgendwo rausspringen, das hat man ja auch so oft, aber so schnell kriege ich den nicht auf die Linse, aber doch ein paar Wasservögel, ne? Vor allen Dingen Gänse. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, das ist ein schönes Plätzchen hier, guck mal, ne? Würde jetzt einer sagen, Mensch, hier kann ich doch gleich mal ein Bushcraft-Camp aufschlagen, Zelt aufschlagen, in jedem Fall Minimum, und dich hier kannst du den ganzen See lang runter. Da ist praktisch kein Mensch. Wie gesagt, so lange wie der autofahrende Angler oder angelnde Autofahrer hier nicht rankommt. Jetzt fängt hier genau der Weg an, der Pfad, ja, und dann wird es dann schon kritisch. Und dann seht ihr nämlich auch, denn entstehen ja solche Stellen erst. Die hat es ja sonst nicht gegeben. Ja. Jo. Und oh, da haben wir ein paar schöne Kuhblumen. Bei mir ist alles voller. Das ganze Grundstück hatte ich mir auch überlegt, wenn ich euch was erzähle, weil dann bin ich mehr bei der Sache. Denn es ist nicht so wie jetzt, dass ich die ganze Zeit was sagen will und dann wieder vom Thema abkomme, weil wir eigentlich mit dem Fotografieren beschäftigt sind. Hatte ich mir gedacht, wir können uns eigentlich bei mir aufs Grundstück setzen. Ja, direkt in die Löwenzahnwiese, von den ganzen Bienen und Hummel umgeben und so weiter. Aber jetzt kommt's. Wollte ich das hier natürlich verbinden heute, in jedem Fall bei dem Wetter. Und dann ist es ja leider so, wisst ihr ja, kennt ihr ja wahrscheinlich selbst aus eurer Gegend auch, sobald das Wetter gut ist und die erste Pflanze beginnt, einen Mikrometer zu wachsen, was passiert? Ding, 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 ding. Genau, der Rasenmäher, der muss angehen. Und das hörst du bei uns. Wohnen ja im Umfeld leider immer mehr Menschen. Ich sage leider, weil grundsätzlich ist es nicht negativ, wenn noch irgendwo andere Menschen wohnen. Das ist nun mal auf diesem Planeten so. Ja, das Problem ist bloß, dass diese Menschen mit der falschen Mentalität ins Grüne ziehen. Nämlich mit jener, dass alles abrasiert werden muss. Ja, erst wurden alle Bäume gefällt und dann wird sozusagen das, was auch noch der Niederwuchs ist, was vielleicht maximal 10 cm wächst, das muss auch noch abgefällt werden. Ja, um demzufolge, das ist der Grund, warum... Könnte ich eigentlich mein Rasenmäher-Video mal ein bisschen hochpushen jetzt wieder, ja. Ist eigentlich so, dass, da drüben haben wir einen Jogger mit Hund. Das schaue ich mal, ob wir das auf der Linse drauf bekommen. Weil Menschen, sich bewegende Menschen sind natürlich auch immer ganz interessant, ja. So, das ist so schnell sind wir leider nicht, dass wir jetzt hier, Mist, da hätten wir jetzt den Autofokus benötigt. Das wäre ein schönes Motiv gewesen. Ich glaube, dass die können nicht scharf sein. Ich habe auch nur, 300, das ist zu kurz. Also zu lange belichtet, das wird nichts. Schade eigentlich. Naja. Hey Eli, komm mal her hier. Wir gucken mal. Das ist auch wieder so eine wunderschöne Stelle hier, ne? Ich glaube, die Dame haben wir drauf bekommen. Die ist da drüben auf der anderen Seite vom See in Rot. Ja, die dürfte eigentlich ganz gut zu sehen sein. Schaue ich mal, ob ich sie von hier auch noch mal hinbekomme. Oh, seht ihr die Rohrkolben hier? Die sind noch gleich am Aufblühen hier. Auch schön, ne? Oh, das ist in jedem Fall ein gutes Motiv. Leider direkt in die Sonne. Aber ja, ich guck's mal, dass ich es von ein paar Seiten hinbekomme. Ja, die,
Die Rohkolben stehen natürlich genau in der Sonne. Ja, das ist, die sehen aus, als ob sie überbelichtet wären, aber die sind von Haus aus leider so grau. Da kann man nichts machen. Ja? Ich fake die jetzt noch nicht hin oder tauche die ins Nasse unter, damit sie ein bisschen anders aussehen. Was ich hier zeigen wollte, wir haben hier ganz interessanterweise eine Grundwassermessstelle gefunden. Ja? Ich hatte euch das schon mal gesagt bezüglich Wasserqualität. Und da ich auch mal meine eigenen Proben genommen habe, die alles andere als, darf man das vorsichtigerweise sagen, eigentlich ist es ein Trinkwasserschutzgebiet, was wir hier haben. Aber das, was mir das Labor gesagt hat, waren überall ganz große rote Punkte hinter den Werten. Mehr muss ich da gar nicht drauf eingehen. Ganz interessant, dass man hier eine Messstelle, so lange kann die noch gar nicht sein, gesetzt hat. Da frage ich mich, was das natürlich nützt. Ne? Dann könnt ihr euch vorstellen, hier ist der Acker. Hier wird also alles eingebracht. Gülle, Stickstoff ohne Ende. Hier ist der See. Alles ist Trinkwasserschutzgebiet. Was würde uns diese Messstelle wohl sagen? Ich denke, es dürfte niemand an der Veröffentlichung dieser Messergebnisse interessiert sein. Könnte man jetzt meinen. Ah, ja, schön. Ja, dann komme ich mal wieder zu dem Punkt, wo wir eigentlich aufgehört hatten, ne? Dem Beitrag meiner Webseite und was das hier damit zu tun hat. Wer den Beitrag liest, schon eingangs und dann ein bisschen weiter, der kommt schon auf die Idee oder sieht schon, was ich eigentlich vorhabe. Das will ich aber ja, wie gesagt, erst in dem dritten Teil sagen. Das ist sozusagen, wie sagt man heutzutage, das ist ein Update des, kann man auch nicht sagen, das ist ein Eigenständiger, 2.4. 2, 4, 3, wisst ihr, man kann das ja in Versionen unendlich hochschießen, das möchte ich nicht tun, aber das ist noch kein dritter Teil, deswegen will ich das jetzt noch nicht sagen. Ich brauche noch 2, 3, 4 Tage, um den Gedanken zu Ende zu führen, aber man sieht in diesem Beitrag schon, worauf es hinauslaufen könnte. Und wenn man diesen Beitrag gelesen hat und bei diesem Punkt der Objektive angekommen ist, sprich diese 200 mm, dann kann man auch schon sehen, warum ich das Ganze jetzt hier mache. Also für das, als jetzt nicht gelesen haben und nur gerade das Video sehen, verständlicherweise. Es geht darum, ein Objektiv zu finden, was ich unterwegs auf Touren, ein Teleobjektiv, hier geht es nur ums Teleobjektiv heute, mitnehmen kann, was ich auch in der Wildnis führe. Denn Zuschauer meiner Abenteuerreportage, die wissen das, dass ich meine große Linse, die ich ja auch mit eingepackt habe, immer überlegt habe, auch schön, ja? Wären aber überbelichtet, weil es einfach zu groß und zu schwer ist. Und jetzt seht ihr schon, ich habe natürlich vor, die Sache mit den Touren weiterzumachen. Ja? Und nicht nur weiterzumachen, die Idee ist, das Ganze zu intensivieren. Auch. Jetzt ist sozusagen der Knüppel aus dem Sack, ja? Oder wie sagt man dazu? Wie auch immer. Und ich gehe, oder haben wir drüben Leute, die gucken mich schon an. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle und die auch angucke mit der Linse, dann gucken sie wahrscheinlich nicht mehr so nett, ne? Man weiß es nicht. Das lassen wir mal lieber schön bleiben, aber das wäre ein interessantes Motiv. Wobei sie leider mit dem weißen T-Shirt völlig überbelichtet wäre. Und er mit dem schwarzen auch einen ganz schlechten Kontrast dazu abgibt. Aber der Hund ist genau die Mitte, braun. Der wäre gut gewesen. Ja, könnte ich jetzt sagen, ich wollte nur ihren Hund fotografieren, aber das würden sie mir jetzt natürlich auch nicht abnehmen. Gut, also lassen wir das. Seht ihr, meine ethische Etikette. Schlafzimmer und Küchenfenster gehe ich durch, aber direkt, aber Parkbank lasse ich sein. Ja. Ja, also bezüglich der Touren hatten wir ja gesagt, aber jetzt müssen wir Eli mal kurz hier. Wo ist denn der Vogel? Hey, komm mal, Eli! Oh, da haben wir den ersten Mensch gesehen, also auf dieser Seeseite den ersten Mensch gesehen, ein Radfahrer. Ila hat nicht aufgefressen, das freut mich. Und jetzt kommt hier vorne, habt ihr vielleicht schon gesehen, nämlich eine Brücke zum anderen Ufer. Und da jetzt um diese Zeit doch einige Leute mit Hunden unterwegs sein dürften, ist jetzt für mich kein Problem, aber für die möglicherweise. Ich hatte das in dem Beitrag mit dem Weimaraner Video gesagt, Thema Corona-Hunde. Ja, hier geht es jetzt nämlich los. Das ist jetzt die große Ansammlung jener dessen,
die, ja, was soll ich dazu sagen, klingt jetzt vielleicht anmaßend böse und arrogant, aber es ist ein Fakt, die praktisch mit Tieren nicht wirklich umgehen können. Das muss man so sagen. Meistens auch mit Menschen denn nicht. Und ja, das gibt immer Probleme. Das ist das Problem. Und dann hätten wir hier so ein schönes Gebrülle auf dem Video. Mit deinem Hund an die Leine. Mhm. Das gibt es auch bei mir. Wie gesagt, hat es vorher nicht gegeben. Vor Corona war das praktisch gar nicht existent, dieses Thema. Aber jetzt kam das nämlich durch die Leute, die, wie gesagt, damit nicht umgehen können. Jo, gut, nur so ein kleiner Disclaimer, warum wir Ila jetzt mal drauf achten, dass es zumindest im Umkreis von 100 Metern bleibt, ja. Genau, und bezüglich der Touren, das heißt der Ausweitung und deswegen dieses Objektiv und in diesem Bericht geht es um viele Dinge, die genau damit zu tun haben, mit diesem Thema Ausweitung bzw. Intensivierung. Oh, was sehe ich denn da? Ila, komm mal her. Wir müssen eingreifen. Das ist ganz wichtig. Wir haben Schwäne. Wir haben endlich Schwäne. Wir haben es und wir haben Menschen. Spielende Kinder, die fotografieren wir in jedem Fall nicht, weil die halb nackt sind. Aber die beiden kleinen weißen Schwäne hier, die haben es mir angetan. Die werden wir jetzt auf Polaroid ablichten. Ah, schönes Ding. Kommt her hier. Ja, hat er. Ist ein Traum. Oh, da müssen wir kurz die Perspektive wechseln, damit ich die hier im richtigen Blickwinkel habe und nicht die Menschen damit drauf. Die zerstören leider das ganze Bild. Hey, Eli, komm her hier. Komm her. So, das sieht gut aus. Hier sieht's gut aus, Eli. Das ist geil. Ja, die Schwäne sind auch ganz schön mutig, ja? Ich meine, die sehen ja, was hier los ist und wer hier am Ufer steht. Aber das scheint sie ganz im Gegenteil nicht zu beeindrucken, sondern macht hier einen auf den dicken Max, ja? Natürlich, die sind schneller weg, als Eli bei ihnen ist. Das ist keine Frage. Aber nichtsdestotrotz würden sie den Kürzeren ziehen, wenn sie es nicht sind, ja? Können wir jetzt den ganzen Tag hier sitzen und die beobachten? Also die Schwäne, nicht die Menschen. Aber auch ganz interessant, es ist sozusagen der erste sonnige Tag, der warm ist im Jahr, ne? Und hüpfen schon in den See rein. Das ist genau der gleiche See, den ich gesagt hatte, wo die Hunde gestorben sind. Ja? Und an der Wasserqualität hat sich insofern auch nichts geändert, dass wenn Eli davon jetzt mehr trinkt, er in jedem Fall ordentlich Durchfall bekommt. Und das wird er auch ganz bestimmt. Er hat schon jetzt schon mehrfach von getrunken. Das heißt, wenn er jetzt innerhalb den nächsten 1-2 Stunden vermehrt irgendwo hin eiert, dann ist es definitiv, ich kann jetzt schon vorhersagen, dann ist es das Wasser gewesen. Na, das hat dann nichts mehr. Das hat dann nichts mehr mit der Variable vom Revier zu tun. Ja. Kann man aber sonst, ich möchte jetzt hier keinem die Stimmung am Wasser verderben, ja, Himmels Willen, denn ich gehe auch schwimmen, aber es ist tatsächlich nicht so sauber wie in der Elbe. Und das ist der Grund, warum ich dann lieber bis hinten übers Feld laufe, beziehungsweise mit dem Rad fahre, ein bisschen weiter ist, wobei der See, wie gesagt, vor der Haustür ist. Die klingt jetzt wieder komisch, aber die meisten Menschen sind nicht so intelligent. Die nehmen das, was am nächsten ist, der See. Dabei ist der See noch nicht immer wärmer als die Elbe im Sommer. Das ist auch der Witz daran. Ja, also es ist kein Unterschied mehr denn von der Wassertemperatur. Und wenn ich mir den aussuchen kann, ich gehe ins sauberere Wasser. Ja, und das, wo möglicherweise oder wo ganz gewiss auch keine anderen Menschen drumher schwimmen. Denn, naja, ich bin ja froh, dass nicht so viele, beziehungsweise eigentlich so gut wie gar keiner in der Elbe geht. Ja, wir haben 1-2, die aus dem Dorf da ab und zu mal hingehen, aber die meisten Leute bleiben hier im See, weil es einfach näher ist und ja, dafür liegen dann natürlich auch irgendwo die ganzen Flaschen hier noch vermehrt von den Anglern, die sie irgendwo geköpft haben, tatsächlich, alles gut, Eli, die hier auch kopfüber im Grund stecken. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, das ist richtig finster. Wenn da drauf tritt, ist sozusagen der Fuß durch. Ja. Und der Hund, der da durchläuft, könnt ihr euch vorstellen, ja. Deswegen halte ich die Nummer von dem See, ist
waren, hat uns eben wirklich gutes Motiv geboten. Und sieht auch ein bisschen jünger aus, das heißt noch unerfahren. Das heißt, der macht noch einen auf den dicken Macker. Ja? Das darf er ruhig machen, solange bis er auf den Deckel kriegt das erste Mal. Ja, schönes Ding. Hier ist ordentlich was los. Die Dorfjugend hat Auslauf. Wir sind schon zweimal mit dem Motorrad überfahren worden eben. Ja, also Leute haben hier auch Spaß, genießen das schöne Wetter. Ist ein schönes Ding. Und wir gucken, dass wir jetzt den See weiter lang runterlaufen. Und Ziel ist, wo ich jetzt wieder beim Thema der Optik bin, unser Hauseigner sozusagen, Kirchturm, der bei mir aus dem Dorf, seht ihr dort hinten schon, da möchte ich gern hin. Und zwar, weil ich genau für meine Schärfetests die Uhr immer sehr bevorzuge. Du hast da eine ganze Menge, ich habe da die verschiedenen Häuser, Dachfarm, ich habe ein bisschen Grün, ich habe Seeumgebung, ich habe Wasser, ich habe praktisch alles. Und den Ort suche ich immer, wenn ich sowas mache, zum späten Nachmittag auf, aufgrund des Sonnenstandes. So dass ich denn bei einer Sache, also einer Himmelsrichtung, in jedem Fall auch die Möglichkeit habe, dass die Sonne mir richtig schön ins Bild blendet, wenn ich es haben will, um ein bisschen Lichtreflexe zu provozieren. Ist sozusagen alles all inclusive in diesem Örtchen. Und da laufen wir jetzt hin, ist nicht mehr weit, knapp einen Kilometer noch, dann sind wir schon da. Und Eli bleibt jetzt mal ein bisschen hier, aufgrund der besagten Dorfjugend. Ist ganz schön was los, hätte ich nicht gedacht, ne? Also dafür, dass wir, also das Wasser ist nicht kalt, ne? Wie gesagt, kann es auch gar nicht, aufgrund der Gülle, die da regelmäßig reingekippt wird. Die sind nämlich schön warm, das heißt, das ist ja auch sozusagen im Frühjahr schon relativ angenehme Wassertemperatur. Das ist jetzt kein Witz, das kann man wirklich baden gehen, kann ich also nachvollziehen. Und ich werde jetzt hier, leider, habe ich gesehen jetzt gerade eben, hat der Bauer hier unsere Brombeeren vergewaltigt. Das ist natürlich weniger schön. Das sind so die einzigen wildwachsenden Beeren, die wir überhaupt noch haben, nachdem sozusagen an anderer Stelle alles schon alles abgekadelt wurde, ist das ja auch weggedrückt worden. Besteht eigentlich keine Notwendigkeit, weil die wachsen nicht auf dem Weg. Die bleiben nur im Grün, aber das hat offensichtlich nicht ausgereicht. Die wurden hier platt gemacht, das ist natürlich schade. Ich hoffe, dass dennoch ein paar Früchte dran kommen. Ja, denn hier habe ich tatsächlich, ich habe hier Brombeere, Hagebutte. Als erstes kommt jetzt natürlich der Holunder für meine Marmelade. Ja. Gut, gönnen wir uns jetzt den Turm schon mal von hier. Freihand. Also ich nehme hier keine, fotografiere keine Menschen. Wisst ihr, das mache ich grundsätzlich nirgendwo. Und wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde, weil das reizt natürlich aus dem Grund der Schärfe. Das ist, wäre jetzt mein einziger Grund. Ansonsten mache ich sowas nicht. Aber selbst in diesem Fall lasse ich es. Denn haben einige relativ wenig an. Daher filme ich jetzt auch mal in die andere Richtung, um nicht zu sagen, einer hat sogar gar nichts an. Und da wollen wir denen natürlich die Privatsphäre gönnen. Ja. Ich möchte mich auch nicht irgendwo bei mir nackt hinlegen und dann kommt einer mit einer Fotodrohne angeflogen. Haben wir alle schon gehabt. Ja. Und da wundern sie sich, dass sie plötzlich vom Himmel fällt. Ja, ja, was passiert halt, ne? Guckt euch das mal an. Die ganze Wiese. Wahnsinn, so weit du gucken kannst. Ist alles Löwenzahn und Klee. Der Klee blüht natürlich noch nicht, aber der Löwenzahn in jedem Fall. Guckt mal, wie viel Gelb hier ist. Das sieht aus, wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie es auf der Kamera aussieht, aber würde ich jetzt einen Meter kürzer sein, würde ich es schon für Sonnenblumen halten. Ist so? Schönes Ding hier, ja? Das ist doch was Tolles. Und dann gibt es Leute, die das tatsächlich regelmäßig abmetern mit dem Rasenmäher. Wir hatten das, ja? Warum denn? Oh, guck dich mal. Und die ersten fangen schon an zu blühen. Hier, also ich meine, abzustauben, ja? Auch schönes Ding hier. Da haben wir die ersten, die sich weiter versehen. Taubnessel ist natürlich da. Alles beisammen. Also ein schönes Feldpanorama. Ja, ansonsten hast du ja hier praktisch bloß Gülle und Monokultur mit irgendwelchen Weizen, die stehen. Ja, mittlerweile lohnt sich auch wieder Sonnenblume. Aber auch mal schön, so viel Löwenzahn auf einmal zu sehen. Der Kleingärtner würde jetzt wahrscheinlich einen Anfall bekommen. Na, aber... Zumindest bis hier haben sie es noch nicht geschafft. Ja, das passt ganz gut mit der Liste, die ich gesagt habe, der Beitrag, worum es hier
indirekt, halb direkt geht. Die GoPro hat sich gerade wieder aufgehangen, ist eingefroren. Ich weiß gar nicht, wie viel Film jetzt überhaupt noch drauf ist, denn ich hatte gerade wunderschöne Aufnahmen von Eli gemacht. Also ich hoffe, dass sie scharf geworden sind. Die Sonne blendet nämlich gerade enorm hier. Das sind nicht die super Voraussetzungen, aber die Wiese, die lädt ja natürlich gerade ein für sowas. Das ist Wahnsinn. Das sind Millionen Löwenzahnpflanzen hier. Wahnsinn. Super. Also ich finde es schick. Es sieht sehr schön aus. Ich freue mich. Und ja, genau, zu diesem Punkt eine GoPro. Ja? Also das Thema Kamera steht auch auf dieser Liste, in diesem Beitrag. Das umfasst praktisch alles, was ich brauche, wenn ich draußen unterwegs bin. Das habe ich da mal so zusammengezählt. Ja, da sprechen wir nochmal drüber, aber ich wollte das schon mal anmerken für alle, die vielleicht irgendwas lesen wollen und sich vielleicht vorher schon mal einen Kopf machen wollen. Was hat Dominik möglicherweise vor? Die haben jetzt in jedem Fall den Weg mit dem Zaunpfahl erhalten. Jo. Und ich kann mich eigentlich gar nicht satt sehen von dieser wunderschönen Löwenzahnwiese hier. Oh, sieht die gute aus. Und über wie weit das? Das geht bis zur Elbe. Der wächst bis zur Elbe. Man sieht das hinten halt gar nicht mehr, weil es ja sich verliert, weil es viel zu klein wird. Aber wenn ich jetzt mit der Kamera, ich habe mal hin fotografiert und habe dann reingezoomt, also es steht selbst am Damm stehen noch Löwenzahnpflanzen. Das sieht nur aus, als ob es weniger wird, aber tatsächlich geht das Gelb bis hinten durch. Das ist Wahnsinn. Weil sie noch nicht so dicht stehen, beziehungsweise ja nicht alle gleichzeitig aufblühen. Ja? Deswegen sieht er hier vorne schon. Aber die Dichte ist praktisch bis hinten ähnlich durch. Jo. Jetzt hätten wir da drüben noch ein paar schöne Motive. Denn wir haben ja hier auch einen Campingplatz. Ne? Das ist im Dorf. Es ist jetzt nicht der bekannteste Campingplatz grundsätzlich. Und was soll ich sagen? Es ist auch ein bisschen schwierig. Denn man sieht ab und zu mal Fahrzeuge von anderen Kennzeichen, die kommen weiter her. Wir hatten ja auch schon Skandinavier, die denn hier stehen. Und zwar vorne an der Straße, weil sie nicht reinkommen. Weil sie, der Führer sagt, Campingplatz, da ist einer. Dann denkt natürlich jeder Mensch, oh wunderbar, da habe ich ja was zum Übernachten. Das kannst du vergessen. Was das angeht, ist dieser Campingplatz sehr speziell. Auch telefonische Erreichbarkeit ist praktisch teilweise, muss man leider sagen, unter aller Sau. Ist jetzt kein Aushängeschild hier für diese Region, das muss man leider so sagen, ist aber so. Und das Ganze ist auch sehr wild, sehr einfach gehalten. Woanders würde man das als Naturcampingplatz bezeichnen. Ja, hier hat sich praktisch die letzten 40 Jahre, was das gar nicht, nichts verändert. Das war schon immer so und naja. Also es war damals nicht so ein Campingplatz, wie es heute ist, aber ich meine so von der Aufteilung her. Gucken wir uns das Ganze, die Bredouille mal an. Man sieht jetzt nicht viel davon. Aber so ein bisschen da drüben. Ne? Es gibt welche, die stehen so ein bisschen fester von den Häusern und von den Wohnwagen, die sogenannten Dauercamper. Aber auch das ist eigentlich nicht so, was man von so einem typischen Campingplatz kennt, wo, sag ich mal, alle 3 Meter einer steht und du dann deine Kette spannen musst. Das verliert sich hier. Das ist halt sehr ablegen. Wahrscheinlich mit genau aus diesem Grund, weil es praktisch nicht groß vermarktet wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute eher unter sich bleiben wollen. Ansonsten könnte man das Ganze schon groß anders aufziehen. Denn immerhin liegt das ganze Ding hier direkt am Elberadweg. Es ist zwar von der Region ablegen, aber es ist jetzt nicht unbedingt hässlich. Alleine schon, ich kann den einen oder anderen Angler, der sowohl in dem See als auch in der Elbe angelt oder wollte und genau was natürlich zum Übernachten sucht für mehrere Tage. Ja, würde sich ja eigentlich anbieten, theoretisch. Ja. Man könnte touristisch also durchaus Fehlanzeige, wer sich also hier einnisten wollte, der sollte das frühzeitig vorher abklären mit spontanen Ausflügen. Ach Heinz, lass uns mal, da können wir doch, das kann doll nach hinten losgehen. Dann stehst du nämlich genauso viele andere vorne an der Straße und kannst dann nicht unter deinem Kiefernwald übernachten. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber das spiegelt auch nur die Region wieder, was soll ich dazu sagen? Ja. Dafür hast du halt deine Ruhe, hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Jo. Die Wiese ist immer noch herrlich. Und wir sind auch bald angekommen. Jetzt muss ich mal gucken. 400-500 Meter haben wir noch. Und dann sind wir zumindest an einem Punkt, der mich so von der Perspektive interessiert, wo ich in alle Richtungen was habe. Jo. Was mich eigentlich total erstaunt, dass wir auf noch gar keinen Angler getroffen sind.
Ja, auch wenn es jetzt gewisse Zeiten gibt, wo nicht geangelt werden darf. Das jetzt mal außen vor im Jahr, denn wir haben leider auch immer genug Menschen, die das überhaupt nicht interessiert. Die sozusagen immer angeln, überall, auch da, wo sie nicht dürfen. Ja, aber hier ist wirklich heute gar keiner. Ja. Auch komisch, ne? So im schönen Wettertag. Nun gut, auch ein wunderschönes Motiv, was ich gerade sehe. Diese massenhaften, also meine ich jetzt ernst, jetzt keine Ironie, diese massenhaften Strommassen, die hier sozusagen in einer Flucht stehen. Ich weiß nicht, ob die Kamera es noch drauf guckt. Ich kann ja hier kilometerweise gucken, nur Strommassen in einer Längsachse fast schon, mit einem leichten Versatz. Da mache ich mal ein Bild von. Ich sagte es noch, ne? Ich darf es nicht zu laut sagen. Dieses weiße Fahrzeug hätte beinahe eben den Storch überfahren. Und Eli, komm du mal hierher. Komm du mal hier, Eli, komm her hier. Da sind denn nämlich, hier gibt es keine Notwendigkeit, mit dem Auto langzufahren. Das ist, und dann auch noch gucken, ja, dann auch noch gucken, als ob sie einen umbringen wollen würden, ja, so richtig finster, machen hier einen auf Dorfscheriff möglicherweise, ich weiß nicht, wer das ist, keine Ahnung. Hat hier, muss man aber grundsätzlich dazu sagen, ist ein landwirtschaftlicher Weg, ja, darfst du mit einem Privat-Pkw nicht befahren, es sei denn, du hast hier eine Angelerlaubnis und die direkte Genehmigung dafür. Aber das wollen wir jetzt gar nicht werten, sondern hier fand ich es ganz gerade interessant, dass der sich für den Storch überhaupt nicht interessiert hat. Der stand gerade, der ist aus dem See hier hochgekommen und hat die ganze Zeit auf dem Weg gestanden und der Typ hat einfach drauf gehalten. Der hat keine Anstalten zu bremsen gemacht, ja. Der Storch ist dann, ich weiß nicht, ob es auf Kamera ist, schnell weggerannt. Ja, ist unfassbar, oder? Ein normaler Mensch wäre doch eigentlich, also würde ich jetzt mir wünschen zumindest, dass man anhält und sagt, Mensch, da steht ein Storch auf dem Weg, den lasse ich erstmal rübergehen. Wäre zumindest so meine Denkweise. Aber wir haben offensichtlich zu viele Störche, da kann man ruhig schon mal draufhalten, ja. Warum eigentlich nicht? Und das ist genau, was ich jetzt auch tun werde. Storch im Senfbeet, hätte ich fast gesagt. Ja, es ist hier wunderschön im Löwenzahnteppich vergraben. Der rennt jetzt weg. Der war auch gar nicht scheu gewesen tatsächlich. Da ist ja hier der Dorfstorch, ja. Würde ich mal ganz stark meinen. Wir haben bestimmt irgendwo ein Wagenrad hier auf einen von diesen Dingern zu stehen. Und ja, Eli, hey! Das habe ich gesehen, wo ich das Foto gemacht habe von den Hochspannungsleitungen. Das sind hier tatsächlich drei Adern, das heißt gerade Schnüre, Linien, wie auch immer man das nennen mag, Trassen sind es ja, ja, oberirdische, die sich hier treffen. Die kommen aus drei Punkten und schneiden sich dann irgendwo, also so sieht es zumindest aus vom Verlauf, ja, die gehen dann wieder ein bisschen auseinander. Aber erstmal fallen sie an. Erster Akkuwechsel. Und jetzt habe ich mich gewundert, was ist denn so nass in meiner Hose? Ich war doch gar nicht im Wasser. Wer sich daran erinnern kann, ich habe doch meine Banane vorhin reingesteckt. Die wollte ich eigentlich gleich essen, als wir losgegangen sind. Bin ich auch von abgekommen. Haben wir jetzt Matschnane. Die waren wir... Oh, Eli, vorsichtig, hier kommt unser Storchtöter, der potenzielle. Die muss ich jetzt trotzdem essen. Und oh, jetzt wird es auch interessant. Da vorne kommt ein freilaufender Hund. In Braunformat. Die wird er wahrscheinlich genauso überfahren. Ja. Hund mit Halter. Gut, Eli. Die hast du gesehen? Ja, jetzt. Wir werden mal die Leine rausholen. Wir kommen in Dorfnähe hier. Man weiß nie, um wen es sich da handelt. Ja. Hätte ich noch gesagt, es ist so ruhig. Ich wundere mich, dass gar kein Angler da ist. Ich würde sagen, wir haben hier mindestens den ersten gefunden, getroffen. Der richtet jetzt sein Fahrzeug aus und wird hier sehr wahrscheinlich übernachten. Ja, ja, das sollen sie auch. Da wollen wir auch gar keinen von abhalten. Aber nun muss ich sagen, wenn ich durch die Landschaft fahren würde und mich so verhalten würde, zumindest anderen Tieren gegenüber, dann hätte ich nicht so ein Gesicht gegen anderen Menschen gegenüber. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Ich gebe mal eine Vermutung ab, weil das leider die Erfahrung der letzten 10 Jahre ist. Morgen finde ich hier mindestens ein paar Bierdosen oder Kronkorken und oder, das weiß man natürlich nicht, noch einen Haufen Aschenkippen dazu. Ja. Das ist leider der Nachteil dieser Aufenthaltsweise in der Natur, dass der Mensch es, nicht alle natürlich, ja, aber tatsächlich
ich kenne ja die Spezialisten hier, also nicht persönlich, aber was hier zumindest meistens bleibt, das hinterlässt in der Regel auch so gut wie immer etwas. Aber jetzt kommen auch die ersten Menschen, wir kommen ins Dorf rein. Ja, ich werde jetzt gucken, dass ich meine Banane hier kurz noch klar mache, bevor wir dann gleich am Kirchturm sind. Es hat gerade schon geläutet, zur halben Stunde. Das wäre natürlich schön, wenn wir in der nächsten halben Stunde, so lange wollte ich ja auch bleiben. Die Sonne hat sich jetzt leider hinter die Wolken verzogen, das heißt, ich kriege hier keine wunderschönen Strahleneffekte mehr hin. Wobei das mit dem 200 mm sowieso schwierig wäre, ne? Aber nichtsdestotrotz hat sich jetzt ein bisschen verdichtet. Aber es ist immer noch Topwetter. Ja. Schöne Sache. Und da hinten spielt jemand mit seinem der Hund. Seht ihr? Nee, Ila, du bleibst mal hierher. Ila hat nämlich auch schon Bock, zu dem anderen Hund zu gehen. Vielleicht machen wir das gleich mal, wenn der gut geeignet ist. Ila, komm her hier. Komm her. Wenn der andere Hund geeignet dafür ist, dann testen wir das jetzt mal aus. Na? Zwei Rügen, aber alles gut. Wir haben den Jungen erzogen, ja? Der andere offensichtlich auch, natürlich. Jo, da sind wir denn auch schon jetzt hier angekommen, an der sogenannten Dorfpromenade, darf man das so sagen. Das ist die Brücke über den See. Der hat schon mitbekommen, es gab eben schon eine Teilung am See. Das ist jetzt die zweite. Immer nur so eine kleine Verbindung, die hier aufgeschüttet wurde. Das war nicht immer so. Und der See hatte übrigens auch mal einen Zugang zur Elbe. Der wurde auch gekappt, sodass es eigentlich leider keinen Wasseraustausch mehr gibt. Was denn dann natürlich dazu führt, dass hier die ganze Kloake hier drin bleibt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ansonsten ist der See übrigens ein alter Elbarm tatsächlich. Also wie gesagt, weil er ja mal einen Zugang hatte und das hier nicht weiter weg ist. Und der heißt auch tatsächlich so. Gut, da kommen Menschen. Wenn man nicht aus der Region ist, dann mag das sehr einladend sein, hier den Weg bis zur Elbe mit dem Auto zu fahren. Da muss man dann nicht laufen. Ne? Das kann ich nur sagen, in dem Fall kann man das eigentlich nur begrüßen. Also ich könnte das fast schon fördern, denn es füllt natürlich ja auch die Gemeindekasse auf enorm. Da wird natürlich abkassiert. Ja, es ist nicht selten, dass dort da die Ordnungshüter vorbeifahren. Die fahren nämlich Patrouille oben auf dem Elbdamm. Es ist das Einzige, die übrigens auf der Hochwasserschutzanlage ruhig mal alles platt fahren dürfen. Das ist okay, wenn das die Polizei macht. Und da wird gut eingesammelt. Und die hat man nämlich auch gerade hier. Da gerade gesehen, den Belgier. Kann man sich natürlich vorstellen, wem der Braune gehört hat, oder? Da gibt es immer eine Assoziation. Der Hund ist ja nicht weit vom Halter entfernt. Und war dann auch so. Ne? Wir hatten uns kurz unterhalten. Jo, wir haben uns jetzt hier positioniert. Ich habe die Sonnenbrille optimistischerweise schon weggepackt, aber ich schaue immer noch enorm in die Sonne. Aber ich hoffe, dass meine toten Augen vielleicht noch ein bisschen Vitamin dazu bekommen. Ja, man weiß es nicht, ob es was bringt. Das Licht ist jetzt nicht mehr ganz so akkurat, wie es vorhin gewesen ist. Also was heißt, das Licht ist noch okay. Allerdings die Wolken haben die Sonne hässlich gemacht, wenn man das so sagen darf. Ich habe jetzt hier ein extrem diffuses Licht. Und da hätten wir jemanden drüben mit dem Paddelboot. Das ist auch schön. Ich muss, die rennen nicht weg. Die rennen nicht weg, das dauert noch eine Weile. Die nehmen wir gleich nochmal mit. Und das Hauptmotiv, beziehungsweise warum wir hierher gegangen sind, ist der Kirchturm. Der schaut jetzt, oder wir schauen jetzt praktisch genau nach Osten. Und von daher weiß ich, dass das Licht zumindest zu dieser Zeit immer perfekt ist zum Nachmittag. Ja? Und wenn ich, oder abends haben wir es ja jetzt fast, wenn ich denn noch einen Sonnenuntergang haben will, beziehungsweise noch ein total schlechteres Licht, dann nehme ich immer diese Richtung mit. Aber das brauchen wir heute nicht machen, da wir Teleobjektive testen, 200 mm, und da kommt es halt nur auf die Entfernung drauf an. Ein paar Häuser nehmen wir hier noch mit, die Bootsleute in jedem Fall auch gleich. Und ansonsten, wie gesagt, die Kirchenuhr, die dort oben hängt. Und das Interessante, was ja auf der Uhr, was du als Fußgänger sozusagen erst siehst, wenn du, da musst du schon sehr gute Augen haben, wenn du direkt davor stehst und hochguckst oder halt, wenn du so etwas machst wie ich, dass auf dem Ziffernblatt etwas draufsteht und etwas eigentlich ein sehr
es ist natürlich die Kirche, ich habe mit der Kirche nichts zu tun, aber man könnte dennoch sagen, sehr frommer, ich würde mal sagen, sehr weiser Spruch in jedem Fall, ja, mit sehr tiefem Verstand. Nutze die Zeit. Ja, ist so ein Klassiker auf Kirchuhren, ich weiß. Ja. Steht da oben drauf und daher habe ich nicht nur Zahlen, sondern ich habe in dem Fall auch eine Schrift und damit habe ich eigentlich die idealen Bedingungen, um einen Schärfetest zu machen in entsprechender Entfernung. Ja. Besser geht's gar nicht. Jo, und dann werden wir das jetzt mal machen und ich werde von jedes Objektiv, was ich jetzt hier habe, 4 Stück, das heißt, ich habe eine Festbrennweite, 200 mm mit Blende 4, ja, die kleinste, und die schalte ich alle durch, alle Blendenstufen bis hoch zur Blende 32, die müsste ja noch eine 32 haben, genau. Und dann habe ich die anderen beiden, das sind Zoom-Objektive mit 80 bis 200 mm Brennweite. Die eine ist ab 3,5-5 Blende und die andere ist ebenfalls ab 4, genauso wie die. Und dann haben wir noch, wie gesagt, meinen großen Referenz-Charlie hier, den ab Blende 2,8, ebenfalls 70 bis 200. Das heißt, ich schieße jetzt sozusagen alle 4 Objektive in allen Blenden durch, um genau jene Schärfe entsprechend beurteilen zu können. Ja, damit ich das A einmal für mich weiß und den B mache ich darüber natürlich ein Review. Über welche schauen wir uns an? In dem Fall geht's jetzt los. Eigentlich perfektes Timing. Habt ihr es gerade noch gehört? Die Uhr scheint kaputt zu sein, würde ich sagen. Es ist 18 Uhr haben wir's. Aber wirklich auf die, also die geht eigentlich vor, ne? Wenn wir es genauso sehen, ne? Es ist noch 2,5 Minuten vor, das ist eine Funkuhr. Die Kirchenuhr geht tatsächlich vor und hat auch nicht entsprechend geschlagen. Aber ich habe die Zeiger jetzt genau mittig drauf. Besser geht's gar nicht. So, mache ich weiter, sonst komme ich ja durcheinander mit den ganzen Zahlen. Das System muss mir jetzt jemand erklären. Es ist jetzt, also die Uhr, die geht ja völlig verrückt. Es ist jetzt 3 Minuten nach 18 Uhr auf der Uhr da oben. Und jetzt fängt sie an, 18 Mal zu schlagen. Und vorher hat sie 3 Minuten vor 18 Uhr 4-mal geschlagen. Ich glaube, 4-mal war es gewesen, ja. Vielleicht gibt es ein System, was ich noch nicht verstanden habe. Das kann natürlich sein, aber die simpelste Erklärung wäre natürlich, dass irgendwie unten jemand an der Strippe auch ein bisschen zu tief ins Glas gehuckt hat. Ja, es ist immerhin Feiertag, also Freitag sozusagen. Ein freier Tag heute. Ja, daher sind die Menschen unterwegs und von daher kann man sich vielleicht schon mal ein bisschen die Kante geben. Man weiß es nicht, ja. Gut, aber dem Glücklichen steht keine Stunde und derjenige nimmt sie ja wirklich nur wörtlich, was da dran steht. Nutze die Zeit, das hat er jetzt auch getan. Er hat die Zeit in jedem Fall gut genutzt zwischen den... Akkurat. Und wir werden jetzt hier, ich habe jetzt gerade festgestellt, die eine Festbrennweite war richtig gut gewesen, weil da brauchte ich den Fokus bloß bis auf Anschlag schlagen und dann war sozusagen fokussiert auf unendlich. Das hat gepasst, war scharf, also zumindest so von meinem Auge her. Aber die Zoom-Objektive haben leider keinen Anschlag bis unendlich Fokussierung. Das heißt, die haben ein Viertelmillimeter, muss ich die wieder zurückdrehen. Ah, da haben wir schon die erste Fehlerquelle, die natürlich unterwegs, ja, das kriegst du nie so genau hin. Vor allen Dingen nicht, wenn du den ganzen Tag gewandert bist und dicke Augen hast. So wie wenn du 2 Wochen vor dem Rechner gesessen hast, so viel. Das ist ein bisschen ähnlich, ja. Ich hoffe, dass ich die Zoom annähernd so scharf bekomme, wie sie eigentlich sein müssten. Das könnte jetzt ein bisschen geduldsfrickelig sein, aber das machen wir in jedem Fall. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, aber ich glaube, es ist auch mehr als 18 Mal, ja. Nun gut, wichtig ist ja, dass die Uhr funktioniert und sie zeigte so ungefähr die Zeit an von der Kirche. Und von daher passt das schon. Auf der Hin, Eli, wie sieht's denn aus, wenn du ein bisschen Platz machst, Eli? Hm? Ist richtig, ja, die Leute grillen tatsächlich. Und wir haben da hinten gerade irgendwelche lecker Steaks draufgelegt. Das ist echt fatal für mich jetzt. Aber gut, wir werden zusammenreißen.
Wir hatten gerade die nächste Hundebegegnung. Dame. So schnell konnte ich gar nicht zugreifen hier, aber die haben sich waren. War so ein Teppichformat. Alles wieder Bestes gewesen, ja. Hatten wieder ihre Freude gehabt. Und ich habe gerade festgestellt, interessanterweise, das ist jetzt, ich muss aufpassen, dass ich durcheinander komme, das ist sozusagen die neuere. Die dürfte nur ungefähr, weiß ich nicht, 35 Jahre alt sein. Und die andere noch ein bisschen, wenn ich es jetzt nicht ganz vermixt habe, genau. Jetzt danach, hier habe ich die ältere. Und das Interessante ist, bei der neueren gibt es, hatte ich ja gesagt, diesen unendlich scharfen Anschlag, muss ich einen Drittel Millimeter zurückdrehen. Das ist natürlich sauschwierig, so auf unendlich zu fokussieren, ja. Eigentlich freie Hand praktisch unmöglich, so gut kannst du durch den Sucher gar nicht schauen, ja. Und jetzt habe ich die ältere und da ist es genau wieder anders. Da kann ich auf unendlich genau auf Anschlag fokussieren und es ist zumindest die schärfste Einstellung, die ich an der Linse mit meinem Auge jetzt so sehen kann. Zwei gleiche Objektive, nur ein bisschen Zeit dazwischen und schon eine kleine Veränderung. Und das Interessante daran war, ich hatte Berichte gelesen auf Seiten, das waren amerikanische, glaube ich, gewesen, den letzten nicht gelesen. Die hatten mehrere das Problem gehabt mit dieser Linse, dass sie nicht so gut scharf bekommen haben wie diese hier. Also diese ist nicht so scharf gewesen wie die, die ich jetzt drauf habe. Das kann ich mir jetzt natürlich erklären. Möglicherweise liegt es an der, weiß ich nicht, es ist eine Spekulation, vielleicht hat es auch eine andere Gründe an den Optiken. Ja, aber da sehe ich zumindest schon mal einen Unterschied, den man, der für unterwegs draußen zum Laufen sehr entscheidend sein kann. Ja. Da, wenn ich nur unscharfe Aufnahmen mache, dann brauche ich die Linse nicht. Ja. Also bei unendlich wohlgemerkt. Ich rede hier von Landschaften, ne? Darum geht es ja. Deswegen nehme ich den Kirchturm und deswegen schauen wir uns ja denn woanders irgendwelche Berge an oder Rentiere in 300 Meter Entfernung zum Beispiel. Ne? Dahin geht's weiter. Jo, sind wir auch mit unserem Koloss durch. Ging ja alles ganz schnell. Ne? Der Aufwand, darf man das so sagen, hierher zu laufen, war natürlich deutlich höher, als jetzt, sage ich mal, alle Objektive einmal durchzuknipsen. Ja? Das Interessante allerdings, ich meine, für mich nichts Neues, aber auch das, was wahrscheinlich nicht jedem bewusst ist, dem der Vergleich fehlt zumindest, ne? Dass ich natürlich so ein High-End-Objektiv hier von weit vierstellig ganz miserabel manuell fokussieren lässt. In dem Sinne von, dass ich genau unendlich hinbekomme, beziehungsweise das Ding ist bei weitem nicht bis unendlich. Ne? Also wo wir zum Beispiel bei, jetzt muss ich kurz überlegen, nichts verpassen, hier, bei der alten Festbrennweite, das ist jetzt ja, also ist die einzige Festbrennweite hier im Test, ne? Da war es so gewesen, knallst du einen Fokus auf unendlich, passt, wunderbar, bis auf die Kirchturmuhr, super Sache. Bei dem ungefähr gleichaltrigen, das war hier dieses Zoom-Objektiv, war so gut wie das ähnliche. Auch kein Problem. Dann kam schon das etwas neuere, na, 80er Jahre müsste es ungefähr sein, wo wir schon das Problem hatten, ein Drittel Millimeter vor unendlich diesen Ring zu drehen. Das ist schwierig. Und jetzt haben wir ein, naja, ganz aktuell ist auch nicht, weil das Objektiv ist auch schon 5-6 Jahre alt, aber zumindest mit das vorletzte von in diesem Programm der Teleobjektive 70-200. Na, es gibt nur noch eins, was neuer ist, aber die nehmen sich, was das angeht, jetzt denke ich nicht viel. Ist hier das Problem, dass wenn ich jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel, sieht man hier, auf die Turmuhr genau fokussiert. Und wenn ich jetzt aber den, normalerweise müsste das Fokusrad jetzt auf Anschlag stehen, wenn man sich die alten bedenkt. Bei ihm hier ist es allerdings tatsächlich so, ich weiß nicht, ob ihr das seht, hier oben ist ja auch die Markierung unendlich. Aber guckt mal, ich kann die weiterdrehen. Seht ihr das? Bis nach unendlich kann ich fokussieren. Und die Problematik ist natürlich, wenn du, wer jetzt nicht fotografiert, den interessiert das möglicherweise alles gar nicht. Aber ne, zum Verständnis, alle anderen wissen es, aber wer es jetzt nicht weiß. Es ist sau schwierig, manuell etwas auf diese Entfernung scharf zu stellen, wenn dir, weil du ja so weit gar nicht gucken kannst mit dem Auge. Ne? Das wäre jetzt, wenn ich jetzt mit dem Auge, wenn man sich das so vorstellen kann, da hinten auf der anderen Elbseite irgend so ein Windmühlenrad scharf stellen will. Das ist praktisch unmöglich. Das ist ja Kilometer entfernt. Woher soll ich wissen, ob das jetzt scharf ist oder ob ich noch einen Millimeter weiter fokussieren müsste? Wisst ihr, was ich meine? Ja, so in etwa ist es mit diesem großen Objektiv auch ganz miserabel.
Was will ich damit sagen? Das, was eigentlich alle Fotografen schon wussten, aber für alle, die es noch nicht wussten bis dahin, dass du mit neueren Objektiven nicht mehr so gut manuell fokussieren kannst, wie das mit den alten möglich war. Denn die alten waren ja darauf angewiesen, da gab es ja keinen Motor. Dieses hier musste ich jetzt tatsächlich, normalerweise ist es theoretisch, es ist das Schärfste, sagt man zumindest. Ich bin sehr gespannt, ob das wirklich so ist. Ich bin echt gespannt. Und ich musste das jetzt mit dem Autofokus schärfer stellen. Ja? Also fokussieren nicht manuell, sondern das musste ich jetzt hier mit dem Motorunterstützung machen, weil ich es nicht sonst so scharf hinbekommen hätte, möglicherweise, dass ich es mit denen vergleichen könnte. Das ist schon eigentlich keine gute, also für einen Vergleich ist es okay, aber für mich draußen, ja, jetzt wird natürlich einer sagen, hey Dominik, warum solltest du jetzt mit dem Riesending manuell fokussieren? Na, natürlich recht, ja. Aber wenn ihr jetzt natürlich irgendwo, der Akku ist leer, zum Beispiel, ja, reicht vielleicht nur für ein Foto, oder aber der Motor ist kaputt, habe ich ja auch schon gehabt, ne? AFS, also ein Fokus mit elektronischem Fokussierung drin und dann geht das Ding unterwegs, reißt den Arsch hoch und du möchtest aber trotzdem Bilder mitmachen. Ja, schwierige Sache. Und dann gibt es ja natürlich noch die ein oder anderen Gründe, wo man nicht den Fokus haben, den automatischen haben möchte, sondern wirklich aktiv manuell fokussieren möchte. Ganz selten kam das mal vor, weil es bei diesen neuen keine Freude mehr macht tatsächlich. Das ist mit einer der Gründe. Ja? Und deswegen mit den alten hast du wieder richtig Spaß unterwegs beim manuellen Fokussieren. Das haben wir jetzt natürlich auch festgestellt, das wussten wir schon vorher, aber für mich geht es um die Schärfe und da bin ich jetzt extrem daran interessiert, weil es nämlich überall im Netz heißt, also zumindest von den Fotografen, die möglicherweise etwas verkaufen möchten oder gesponsert wurden, sagen alle, dass das grundsätzlich schärfer ist. Keines von diesen ist jemals so scharf wie das, das toppt sie alle. Das ist eine gängige Meinung und ich bin sehr gespannt, was ich jetzt daraus feststelle, das kann natürlich sein, dass ich das bestätige, dann ist das so. Möglich wäre aber auch, dass es nicht so ist. Und genau deswegen sind wir jetzt hier, um das herauszufinden. So, die Fotos sind gemacht, ja, und jetzt würde ich einfach nochmal, das Große brauche ich jetzt nicht, ich stecke mir jetzt nochmal die eins von den anderen hier auf, überlege jetzt nochmal, was ich mache und dann mache ich jetzt nochmal so ein bisschen in die Landschaft frei Hand, ohne Stativ raus, einfach mal so gucken. Ja. Auf dahin, Herr Eli! Wie sieht's aus? So, ist so fein. Das Boot wollten wir noch. Das Boot noch. Ja, das ist die im Fall. Ja, trink nicht so viel von der Gülle. Wenn denn nachher oder wenn er jetzt Durchfall kriegt, hat er vorhin schon getrunken. Also, denn hundertprozentig vom See, das, da wette ich mit euch schon fast rum. Das ist. Ihr wollt das auch nicht trinken. Ich wollte noch einen Wassertest machen. Den habe ich im letzten Jahr schon angefangen, beziehungsweise ich habe meinen Wasserfilter im letzten Jahr schon in der Elbe, Teil Nummer 1 gefilmt und wollte jetzt ein Jahr später Teil Nummer 2 im See machen. Ja? Weil Teil 1 haben wir überlebt, beim Teil 2 könnte es kritisch werden. Ja. Da oben standen wir. Wir sind gerade geflüchtet. Ist jetzt jemand anders gekommen. Wir machen da jetzt ein Picknick, auch nicht verkehrt. Ja? Geflüchtet daher. Da, hier, komm mal her hier. Ich habe jetzt nochmal von dieser Position unseren Glockenturm sozusagen, allerdings auch mit Grundstück davor, dass wir ein paar Stufen auch haben, in der Schärfetiefe sozusagen, bin ich nochmal alle vier durchgegangen, freihand diesmal. Ne? Und das Zoom natürlich auch nochmal manuell, also das, den Autofokus manuell summiert, dass wir da auch einen guten Vergleich haben. Ich bin gespannt. Ich bin echt wahnsinnig gespannt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich muss gleich erst, wenn ich zu Hause mache, muss ich erstmal ran und gucken, welches ist jetzt geiler. Es ist, wenn du mit den alten fotografiert hast, hast du schon gar keinen Bock mehr auf das neue. Ist tatsächlich so. Guckt euch das Riesending mal an. Diesen Monster Oculi. Das ist eine geile Linse. Ja, ich weiß. Und ich habe assreine Fotos sagen mit. Die sind mit die besten Fotos von Eli überhaupt zustande gekommen, mit diesem Objektiv. Aber das eine wiegt fast so viel wie die drei da zusammen, kannst du eigentlich sagen. Ja doch, Tatsache. 6, sie? Genau. Das ist finster, ne? Du hast sozusagen drei Objektive in der Kamera dran. Das ist schon völlig verrückt irgendwo, damit umherzulaufen, so wie wir das jetzt zum Beispiel machen. Das ist ja der Punkt, ne? Das sinkt die Freude natürlich. Ich werde jetzt, da wir auf dem Hinweg die Festbrennweite hatten, werde ich jetzt auf dem Rückweg einen Zoom nehmen. Natürlich ein altes, konsequenterweise. Am besten das, was ich jetzt gerade am neuesten habe, wo ich noch nicht so viel mit rumgespielt habe und gucken, dass wir damit auch mal dem Zoom gerecht werden. Ein paar... Eli, hierher!
entsprechende Motive nochmal einfangen auf dem Rückweg. Und dann wandeln wir jetzt so ein bisschen in den Sonnenuntergang rein. Ja, dauert noch ein bisschen, aber die Sonne wird schon flacher und so ein bisschen frischer wird sie auch schon. Nicht wahr, Eli? Wie sieht es aus bei dir? Ah, du warst wo reingetreten, ne? Können wir mal an die Fusis gucken? Sag mal her. Na, brauchst du gar nicht rumeiern. Papa guckt gleich. Ich muss also die Kamera packen. Ja, Eli hat wo reingetreten. Also was die Unpünktlichkeit angeht, ist in jedem Fall genau das gleiche wie vor einer Stunde. 6:58 schlägt sie dreimal. Das heißt, ich habe jetzt das System erkannt. Sie sagt ihr, dass es in 6:57 wird. Warten wir noch mal 6 Minuten, dass sie denn 19-mal schlägt. Ja, jetzt hat er wirklich Durchfall. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Wir haben es kommen sehen. Das war offensichtlich nichts Wildes. Ne? Das geht ja wieder vorbei. Kriegt ihr heute ein bisschen Morüm mit ins, also gekochte Morosche. Wer das Rezept haben will, auf meiner Webseite natürlich. Ja, Morosche Möhrensuppe packe ich ihm heute Abend ein bisschen ins Abendessen mit rein nachher. Und dann wird es schon wieder. Jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, was würde passieren, wenn wir das Wasser trinken würden, wenn der Hund schon nach 2,5 Stunden Durchfall bekommt? Die ja normalerweise ein bisschen resistenter sind. Also normalerweise hat, wie gesagt, Eli kein Problem mit solchen Sachen. Nicht übermäßig, nicht mehr als andere, sagen wir es mal so. Im Durchschnitt ist es nichts Besonderes. Aber wenn er da so schnell reagiert, ich gehe davon aus, dass es jetzt noch ein paar Mal in jedem Fall vorkommen wird. Und, na? Nee, ihr guckt nur. Pipi. Ein bisschen bedenklich, oder? Und da muss man dran denken, die Leute baden in dem Wasser. Sag ich immer wieder, nimm den Fluss statt den See. Ja, aber gut. Hätte jetzt eigentlich klingeln müssen, die Kirchturmuhr. Tatsächlich. Wir haben es jetzt, das ist definitiv keine, die irgend nach einer Automatik läuft, sondern da dreht noch, da zieht noch einer offensichtlich am Strick. Denn jetzt ist es noch 2,5 Minuten später als vor einer Stunde, wo sie dann 18 Mal geklingelt hat, wobei ich die 18 ja nicht gezählt habe. Ne? Aber jetzt hätte sie schon längst vor 2 Minuten 19 Mal klingeln müssen, dann wäre sie nur 6 Minuten zu spät. Nee, ach Quatsch, 7, so sind wir schon. Ne? Also gut, wollen wir uns nicht beschweren, dem Glücklichen steht keine Stunde. Auf dahin geht es jetzt auf die Rückzoom-Tour. Ne? Da filmen wir noch ein paar schöne Motive, weil jetzt haben wir ein bisschen mehr Brennweite. Ne? Da können wir uns ruhig ein bisschen was erlauben. Vielleicht Panorama kriegen wir mit 80 mm natürlich auch nicht drauf. Ne? Aber zumindest doch vielleicht das ein oder andere, was ich... Ich fotografiere nur noch mit Blende 4 jetzt übrigens, so wie auf der Hintour auch. Ne? Für alle, die das interessiert, da bin ich dann natürlich, denn müssen wir den Vergleichswert gleich... Also, ne? Können wir nicht unterschiedliche Einstellungen wählen hier. Und vor allen Dingen, vorhin auch auf dem Stativ, alles ISO 100, ne? Ich habe nur die Zeit variiert. Blende, alle durch, hatten wir, gut, alles klar, machen wir im Review. Schönes Ding. Na denn, aha, na guckt mal, ich komme mal ganz unauffällig im Rückspiegel. Hat er gerade einen hin, das ist Durchfall, hundertprozentig, Ila. Hast du Kaki-Fall, ne? Herzlichen Glückwunsch. Hatten wir vorhin bei dem... Nein. Oh, jetzt geht's aber richtig los. Jetzt geht's aber hier im 4-Minuten-Takt, ist jetzt Sitzen an mir sagt. Der arme Junge, ne? Ich hab ihm gesagt, er soll nicht so viel von dieser Scheißgülle laufen hier. Saufen. Hatte ich vorhin gesagt, dass das eventuell von den Anglern ja entweder Bier, Kronkorken, Bierdosen oder Zigarettenstummel hinterlassen werden. Wieder eben vorbeigegangen, ne? Also mindestens einer hat, oha, da guckt euch das an. Da kommt bloß noch Wasser raus. Mindestens einer hat eine riesen Fahne. Und ich hoffe für alle anderen Straßenverkehrsteilnehmer, dass es nicht der Fahrer war. Krass, ja?
Also das ist so ein Hobby. Ich war, ja, das ist jetzt klingt wieder böse, aber was soll ich sagen? So ist das hier bei uns zumindest. Von denen, das ist nichts Neues. Ich würde mich wirklich mal, würde mich positiv überraschen, wenn ich hier an dem See einen Angler sehe, der das nicht mit einem Alkoholgenuss verbindet. Ich stelle jetzt nicht die Frage, ob es das überhaupt gibt, weil dann fühlt sich bestimmt jemand angegriffen. Ne? Ich bin der Meinung, ich kenne jemanden tatsächlich. Ich kenne jemanden, der angelt schon sein Leben lang, schon über 50 Jahre. Der trinkt dabei gar nichts. Also zumindest nichts Alkoholisches. Ja? Ab und zu mal, ganz selten, aber ich glaube, das geht so. Bei Männern kann man das durchgehen lassen. Ja? Aber das ist ja, steht immer ein Kasten mit dem Kofferraum. Ich weiß nicht. Ich meine, das Seewasser würde ich auch nicht trinken, das ist richtig. Aber wisst ihr, würde ich mir vielleicht Wasser und Tee oder was weiß ich denn immer. Vielleicht auch eine Brause. Aber einen Kasten Pilz? Ach, nee. Da kannst du eigentlich froh sein. Oder heute kann man froh sein, dass sie die Angel nicht mehr selber halten müssen. Ansonsten würde doch überhaupt nichts mehr beißen, oder? Oh, die Dorfjugend kommt. Eli? Ja, ja. Auf dahin. Oh. Der Löwenzahn geht übrigens zu. Ja? Ist nicht mehr ganz so gelb wie vorhin. Aber es ist immer noch sichtbar. Gelb-grün haben wir jetzt. Eli, hier, komm her, hier. Moped-Gang. Ist schön hier geblieben, Eli. Einen Fuß machst du mal. Krass, ne? An der gleichen Stelle standen wir vorhin auch und ich habe gesagt, hier total das Sonnenblumenfeld, ne? Jetzt ist nichts mehr davon da. Ja. Also nicht mehr viel zumindest. Da hinten noch, aber es geht jetzt auch. Hier vorne sind sie schon alle zu, weil ja die Sonne ist unten. Die Pappeln nehmen das ja auch weg. Da hinten stand noch ein bisschen mehr Licht. So schnell geht das in der Natur, ne? Und plötzlich ist Abend. Übrigens habe ich mir gerade festgestellt, habe ich einen Zufallsgriff gemacht vorhin, dass wir erst die Festbrennweite genommen haben, denn die hatten einen Filterdurchmesser von 52 mm bei Blende 4 fest. Ja? Und die hat hier einen Filterdurchmesser, das Zoom-Objektiv, von 62 mm. Fotografiere ich jetzt auch mit Blende 4. Aber jetzt auf dem Rückweg haben wir natürlich etwas weniger Licht. Ne? Und witzigerweise, bei gleicher Einstellung, sind dennoch die Fotos gleich von der Belichtung her. Ne? Objektivdurchmesser. Ja gut, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Der arme Eli scheißt sich gerade die Hosen voll. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also guck dich das an. Der ist nur am Anhalten. Der ist nur am Kacken. Die ganze Zeit. Wobei, es kommt ja nichts mehr raus. Ja? Da kriege ich jetzt einen super Happuschmacko. Oh, wir haben unsere Schwäne. Beide. Da sind sie wieder, das Pärchen. Da sind sie wieder. Die zoomen wir jetzt nochmal ran hier. Das ist böse, dass ich lache, ja. Wenn er gewusst hätte, dass er auf dem Rückweg so viel scheißen muss, dann hätte er es wahrscheinlich auf dem Hinweg sich ein bisschen aufgehoben, oder? Man weiß es nicht. Vielleicht hätte ich ihn aus der... Wir sind, glaube ich, gerade vorbei. Oder sie kommt noch. Nee, sie kommt noch. Ich hätte ihn vielleicht aus der Trinkwasserentnahmestelle sozusagen, der Bodenprobe vom Land, vielleicht hätte ich ihn da was abtrinken lassen sollen. Nächstes Mal nehmen wir uns ein kleines Seilchen mit einem Becherchen dran und ich ziehe da mal etwas raus, um zu gucken, wie er darauf reagiert. Das wäre auch mal ganz interessant, oder? Besser als jeder Labortest. Ja, interessanterweise muss ich feststellen, aber es ist eine immer wieder Feststellung, ja. Aber wir haben jetzt hier ein Zoom-Objektiv, ja, mit deutlich weiterem Brennweitenbereich als vorher noch mit dieser einen Festbrennweite auf dem gleichen Weg. Und mal abgesehen davon, dass das Licht jetzt ein bisschen anders ist, wenn ich etwas aufnehme, dann doch eher mit tatsächlich der längsten Brennweite von 200 mm. Die 80er und alles, was dazwischen ist, habe ich jetzt noch nicht viel gefunden an Motiven. Also auf dieser Strecke hat es sich nicht ergeben, das mag woanders natürlich anders sein, aber das ist eigentlich auch tatsächlich die Zusammenfassung von all meinen Jahren, wo ich unterwegs gewesen bin, auf Touren mit Zoom-Objektiven. Das ist so halt genau, gibt es einen Beitrag bei mir auf der Webseite, wer mehr dazu wissen möchte, Unterschied Zoom versus Festbrennweite, ganz rational beleuchtet und markenunabhängig.
dass du von dem Zoom-Bereich natürlich logischerweise in seltensten Fällen überhaupt alles nutzt. Und wenn du etwas nutzt, dann sind es meistens die genau jene Endbereiche. Das Ende nach oben und das Ende nach unten. Meistens ist das so. Ja. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, warum trägt man denn das Zoom-Objektiv mit sich umher? Das ganze Mehrgewicht, was man da hat natürlich. Ne? Das sind auch so Sachen, man, das ist wie ne, so ein Protzkern. Man hat, und wenn man könnte, dann könnte man richtig Banane machen. Aber tatsächlich fahren wir alle nur durch die 30-Zone. Weißt du? Jo, nichtsdestotrotz suchen wir noch, dass wir noch ein bisschen etwas zustande bekommen. Und wir sind jetzt hier wieder auf der ruhigen Seite unterwegs. Das heißt, die Dorfjugend hat uns verlassen. Der Weg wird hier zu halbrig, ist zu weit weg von zu Hause. Die Angler konnten den Sprit nicht so weit tragen. Da haben wir alle Klischees zusammengeräumt jetzt. Nur noch die totalen Einsiedler rennen jetzt hier wieder diesen Buschweg lang. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja. Und da unten haben wir noch ein Motiv. Eli, hey, hier geht's lang. Wir haben einen aufblühenden Rohrkolben. Da, also den nehmen wir jetzt in jedem Fall noch mit. Als den letzten denn heute. Kann Eli noch mal einen Hieb hier nehmen, falls er noch Durst hat. Lass das, Eli, das ist ein Witz. Der macht das wirklich, das ist ein Vollpfosten. Ne? Lernen die nichts draus, ne? Oh, hier hat man ein Ruderboot, das ist aber angekettet. Mal schön nochmal den See genießen, kurz ohne Quasseln. Hat sich sogar extra einer das Ufer befestigt, ne? Das sind dann schon die Angler, die vom Ufer schon gleich etwas tieferes Gewässer haben möchten, ja? Damit die Route nicht mehr so weit geworfen werden muss, ja. Das ist einer der Gründe, warum man auf dem Land wohnt. Damit man auch mal niemanden um sich hat. Wir haben heute tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen gewesen, habe ich jetzt nicht gefilmt, logisch, ja. Mit den Hunden jetzt. Einige mit, andere ohne, aber ich habe bestimmt 15 Leute getroffen. In Grüppchen einige zusammen natürlich gezählt jetzt, ja. Das ist aber schon mal mehr. Jetzt hier jemand sagen, der aus der Stadt kommt, ey, ich habe heute 1500 getroffen. Ja, in der S-Bahn, U-Bahn. Und ja, aber wisst ihr, für diese Verhältnisse ist das schon fast jammern auf hohem Niveau. Ich weiß, ja. Ich hatte kurz überlegt, ob wir auf der anderen Seite zurückgehen. Aber da ist die Sonne nicht. Da gehst du die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber überwiegend läufst du da zwischen die Bäume. Und die Bäume, die auf diesem Ufer nehmen, auf diesem hier stehen, den nehmen dann schon die Sonne weg. Das heißt, da drüben ist der schattige, der dunklere Weg, im Rückweg. Ja. Daher holen wir uns jetzt nochmal das letzte Vitamin D3 ab hier. Frisch aus der Apotheke der Natur. Oh, hier seht ihr diese schöne Weide, ne? Gibt es auch gar nicht mehr so viele von. So viele stehen hier auch gar nicht am Ufer, wenn ich das mal so betrachtet habe. Sollten weniger als eine Handvoll sein, um diesen ganzen See drumherum. Viele sind eingegangen tatsächlich, beziehungsweise
die, ausgehöhlt, die hier auch. Das ist so ein Klassiker bei denen. Und dann brechen die irgendwann ab. Oh. Und jetzt geht's. Oh, es duftet jetzt relativ intensiv nach. Na, was ist es eigentlich? Also, irgendwas. Irgendeine Blüte. Irgendwas Blühendes in jedem Fall. Riecht jetzt hier sehr intensiv. Ich sehe zwar nichts, aber. Ja, ansonsten müssen wir jetzt eigentlich nur aufpassen bezüglich Jagd. Ja. Eigentlich ist ja gerade Frühling, wissen wir, ja. Sollte zu gewissen Zeiten, aber was soll ich dazu sagen? es findet manchmal doch etwas statt, was nicht stattfinden sollte. Ja. Und Ila hat jetzt keine Weste an, habe ich ihm bewusst nicht mitgenommen, weil ich mir dachte, ach, bevor die Sonne unten ist, sind wir wieder zurück. Na, werden wir auch. Also wahrscheinlich gerade so. Da sind sie. Das Entenpärchen. Oh, wir sind die Einzigen am See. Wir sind vorhin die Einzigen gewesen, als wir gekommen sind, und sind jetzt schon wieder die Einzigen. Als wir gehen. Wenn das denn noch so ein, man hat ja immer diese Einbildung, so schön am See wohnen, ja, und in der Natur und ach, und herrje, diese super Idylle, Gänseblümchen, rosa Brille, ja, ist ja nicht, wie wir jetzt gesehen haben, also wie ich schon vorher wusste, aber wie Ila jetzt leider mal wieder feststellen muss, wie öfter eigentlich, da wäre es natürlich schön, wenn man so einen See hätte, der dann tatsächlich auch sauberes Wasser hätte. Oder grundsätzlich ein Gewässer bei sich vor der Tür, was dem Namen Wasser auch so halbwegs alle Ehre macht. Das ist doch, was ich meine. Ja? Wo man jetzt sagen kann, hey, ich falle rein und muss nicht Angst haben, dass ich sterbe, wenn ich es trinke. Ja, aber wir sind in Deutschland. Und das, was wir haben, guckt ihr, hier seht ihr ja, das, was... selbst das Gras, was hier, kann man, glaube ich, ganz gut sehen, ja, was jetzt hier hochkommt vom Feld. Es ist ja tatsächlich erst vor, ist noch nicht lange her, 10 Tage, 14 Tage maximal, ist hier praktisch Flächen, dann gehen die, fahren die alle raus. Das ist, die sprechen sich ab hier und dann wird komplett gegült, alles im ganzen Umkreis. Du stehst sozusagen in der Glocke, da kannst du eigentlich bloß noch wegrennen. Na, da musst du wirklich verlassen für die Zeit. Und da siehst du ja, na, der Streifen hier, alles schön gelb. So, ist ja immer nichts Schlimmes. Ja. Aber was meinst du, wie toll das aussieht, wenn so ein komplettes Feld gelb ist? Und das über mehrere Monate hin. Da kannst du natürlich auch, mal abgesehen davon, dass man sich jetzt darüber Gedanken machen könnte, ob das grundsätzlich so gut ist für den Boden, kannst du auch weder Tiere noch Kinder drauf lassen. Auf keinen Fall. Ja. Kontaminiert. Und ihr seht ja, ich gehe hier 2,50 Meter neben der Wasserlinie entlang und genau bis hier ran, bis an diese Kante. Man muss das nochmal wirklich, ja, besser kann man es, glaube ich, gar nicht sehen. Genau bis an diese Kante geht dieser Gülleacker. Und das ist ein, normalerweise steht so das Schild, Trinkwasserschutzgebiet Zone 2. Das müssen wir, das Gute daran ist ja, dass es sich hier um dasselbe Ministerium handelt, was einerseits für die Landwirtschaft und andererseits für die Umwelt zuständig ist. Man könnte auch sagen, dass es da eventuelle, ja, Diskrepanzen, versteht ihr, was ich meine, geben könnte, ja, weil das ja zwei Bereiche sind, die manchmal nicht so miteinander, wissen, aber nein, hier geht das. Und wer den Kürzeren zieht, sehen wir hier, glaube ich, am besten, ja. Mich würde wirklich mal interessieren, wozu dieses, also was, wie die Werte aussehen. Oder ob sie das Ding nur installiert haben, um zu sagen, es gibt so etwas, diese Wasserprobenstelle, wisst ihr? Wie beispielsweise mit den, in der Umweltzone. Ja? Da stehen ja auch manchmal irgendwelche Emissionsmessstellen. Und ja. Da weiß man auch nicht, ob die immer bedient werden oder ob sie nur da sind, weil die Werte, die rausspucken würden, ja teilweise ganz schön gravierend sind. Naja, gut, wir wollen nur über keine Panik betreiben, ja, denn immerhin, das Seewasser muss ich noch nicht trinken.
Ja, aber eines Tages kann es sein, dass die Menschheit vielleicht mal so weit ist, dass es dann so etwas schon als notwendig ansieht, ja, weil es alles andere nicht mehr gibt oder das noch schlechter ist. Da kann man einfach nur hoffen, dass man dann nicht mehr auf der Welt ist. Ja. Vielleicht kriegen wir also einen zweiten Magen eingepflanzt. Also sowas vom Hund denn abstammt, aber das hat ja auch nicht geholfen, wie wir gesehen haben. Aber irgendwas Resistenteres, ein Plastikbeutel, ganz einfach, wo wir denn nicht so gleich auf Toilette müssen, weißt du? Keine guten Aussichten. Naja, wir finden gleich noch ein positiveres Thema zum Abschluss des Abends. Am besten wir fangen da an oder hören da auf, genau wo wir vielleicht angefangen haben. Ja, an dem Thema mit dem Beitrag und so weiter. Also ich werde jetzt demnächst diesen dritten Teil möchte ich bringen. Also natürlich möchte ich ihn bringen, aber ich meine jetzt auch irgendwann zeitnah. Ich versuche halt, wie gesagt, alles Mögliche zusammenzuraffen, dass ich nichts vergesse. So nach dem Motto, ach nee, warte mal, da war noch was. Und es ist ja sehr komplex irgendwie. Ja, das ist so ein bisschen wie, wenn man, weiß nicht, wenn man jetzt irgendwo einen neuen Job anfängt. Ja, zum Beispiel, und man muss deswegen umziehen und neu heiraten und ein Auto kaufen und den Hund ins Tierheim stecken. Wisst ihr, das ist ja so ein kompletter Mix irgendwie. Und den mache ich jetzt sozusagen auch in Form von dem YouTube-Kanal. Ich hoffe, ich kann das dann halbwegs erklären, dass es verständlich ist, dass ich das verständlich erklären kann, meine ich. Dass es ja nicht so einfach ist, irgendwo so eine Zusammenfassung zu bringen, wisst ihr? Mit einem Zukunftsausblick. In der Zukunft kann ja nicht mal der Wetterbericht gucken. Der weiß ja nicht mal morgen, ob die Sonne scheint oder nicht, zu 100%. Und dann muss ich jetzt was sagen, was sozusagen in den nächsten Jahren passiert. Das ist schwierig, ne? Vor allen Dingen mit all diesen Variablen, die man genauso wenig steuern kann wie die Wolken da oben. Aber das kriegen wir hin, mache ich jetzt, wisst ihr Bescheid. Ja? Muss also keine Panik oder Sorgen kommen. Ich bin ja nämlich dabei, diesen Beitrag packe ich als Link in das Video rein, soweit abzuarbeiten bzw. durchzugehen, dass ihr dann auch seht, das, was dahinter steckt. Ja, also ich gebe dann auch immer mal Feedback übrigens über das ein oder andere Thema von dem Ganzen. Wie zum Beispiel jetzt hier. Ja? Das ist jetzt ein Thema, das interessiert vielleicht nicht jeden mit diesen Objektiven. Aber man muss immer sagen, wenn ich irgendwo unterwegs bin, mache eine Tour und mache ein Foto. Und Fotos sind für mich ja essentiell wichtig. Da steht meine ganze Webseite draus. Und da wisst ihr, das hat auch immer in jedem meiner Videos stattgefunden. Ich habe die nicht immer eingeblendet. Nicht immer im vollen Format und so weiter, aber ich habe mir was überlegt, dass man das ein bisschen besser, harmonischer in ein Video integrieren kann. Ne? Und von daher ist das ein Bild, sagt immer noch mal mehr als 1000 Worte. Weißt du, da quatscht keiner rein zum Beispiel. Und deswegen ist das wichtig. Aber hinter diesen Bildern steht halt ein Aufwand. Und das ist was anderes, als wenn ich jetzt, sag ich mal, mit dem Smartphone durch die Gegend gehe und Knips mache, sondern wenn ich etwas mit Charakter haben will, wo eine gewisse Qualität hintersteckt. Ja? Was man möglicherweise auch sich sagt, Mensch, das ist so geil, das will ich jetzt 3x2 Meter bei mir an der Leinwand haben. Wisst ihr? Jo. Und da ist es mit den Fotos wichtig und deswegen muss ich das Thema angreifen. Ja? Heute ging es um tragbares Teleobjektiv von qualitativ verarbeitungsmäßig hoher Güte und hoffentlich auch Schärfe, wie ich denn in dem Review entsprechend, ne, da mache ich dann eins zu Vergleich, herausfinden werde. Bin schon ganz juckig. Aber bevor ich das mit den Fotos mache, nee, tatsächlich doch, ich muss leider erst die Fotos machen. Ich wollte euch ja die Fotos jetzt ins Video einblenden. Ah, verdammt. Denn eigentlich hätte ich jetzt gedacht, ich müsste das Video schneiden, damit das schnell rauskommt. Aber nee, mach mal, muss ich doch erst die Fotos machen, fallen mir heute nochmal die Augen raus. Ah, ist nichts zu ändern. Oh, hier haben wir mal so einen Klassiker. Guckt euch das mal an. Wir sind jetzt gleich wieder an der Stelle mit dem... Oha, da haben wir einen Schwarzspecht. Den seht ihr gar nicht. Das ist genau... Eli! Nein, nicht dahin gehen! Ah, verdammt. So ein Eierkopf. Jetzt war ich schuld. Ja, so ist das. Nun gut. Was wollte ich zeigen? Genau, die Pappel. Auch Pappel haben Käfer.
Ja, mag man nicht glauben, weil dieses Gestrüpp fällt eigentlich eher vom Wind um. Ja, wenn man sich diese ganzen Reihen hier ansieht, die meisten, die oben abgeknickt sind, ist alles Windwurf. Ja, das kommt, ist ja praktisch wie, ist wie so ein Zahnstocher, sage ich immer, dieser Baum. Das ist peng, ist total brüchig, taugt praktisch nichts, schnell wachsendes Holz. Und wenn die einen Käfer kriegen, die fallen noch schneller um als eine Fichte oder eine Kiefer. Das ist echt Wahnsinn. Obwohl der Baum deutlich massiver ist und man meinen würde, der hält mehr aus. Ganz im Gegenteil. Und der fällt ratzibupsi um. Und das denn eins von diesen Resultaten. Hatten wir mal ganz viele. Die, nee, Eli, komm, hier geht's hier lang. Die Bauern müssen das natürlich wegnehmen, wenn das auf ihr Feld fällt. Ja. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Ich meine, wir sind ja froh, wenn die Bäume da sind. Denn immerhin ist es irgendwo auch ein Schutz für die Tiere. Diese Hecke, die Reihe hier. Dann haben wir den Windfang natürlich. Ja, und das schöne Laub, was die Angler amüsiert im Gewässer. Ja, ich suche gerade. Aber hier, da ist der Ameisenhaufen. Wollen wir uns hier nochmal anschauen? Guck mal. Hey, Eli! Guck mal, was die Ameisen jetzt machen. Und sie sind immer noch aktiv, ja? Bin ich der Meinung. Schaut mal. Aber es ist nicht mehr so viel los wie vorhin, ne? Mich juckt schon vom Hingucken. Muss mal aufpassen. Oh, immer was Wahnsinn, ne? Die bewegen da die ganzen Äste, tragen die rein. Ja, die verspeisen, ne? Seht ihr das? Hier stand eine Pappel. Das ist ja das, gerade noch gesagt, ne? Akkurat, da haben wir das. Da habe ich vorhin gar nicht drauf geachtet. Aber seht ihr, hier stand die Pappel und die ist offensichtlich da. Die wir vorhin noch fotografiert haben. Der Stumpen ist weggeknallt, ja? Käfer, bumsi rums. Und bietet jetzt der Ameise hier den neuen, das neue Zuhause. Schöne Sache, ne? Und dann entsteht jetzt hier der Haufen und die nagen diese. Da haben wir wieder einen wunderschönen Kreislauf der Natur. Mitten in diesem kleinen Idyll. Ich versuche jetzt hier nochmal mit 80 mm was hinzuzaubern. Vorhin hatten wir 200. Vielleicht kriegen wir den jetzt ganz drauf. Ne? Komm mal her, Eline. Wahnsinn, ne? Was das für eine Monsterpappel ist. Und wenn man bedenkt, dass es praktisch, ich meine, jede Pflanze hat ja irgendwo ihre Berechtigung auf der Welt, ja. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das hochwertigste Holz, sagen wir es mal so. Ne? Ja, ich freue mich schon, wenn der Raps hier blüht, denn wenn wir hier durchgehen, sind wir schön gelb. Es gibt ein schönes Foto. Jetzt leider nicht so. Aber ihr kennt doch, ne? Wenn du einen super Weitwinkel hast und du stellst dich in so ein Feld und hast die Kamera gerade so, dass sie über die Mitte, über die obersten Blüten so rausguckt, wie wenn die Nase so, denn das sieht aus wie ein Meer. Ne? Jo, da sind wir wieder. Jetzt können wir vorhin haben wir sozusagen zum Kaffee reingeguckt, jetzt können wir zum Abendessen nochmal reinschauen, was es dann gibt. Aber da ich ja noch nicht mal weiß, was ich vorhin gesehen habe auf dem Tisch, das muss man zu Hause erstmal beobachten, braucht man das jetzt nicht nochmal machen, bin ich der Meinung. Aber sie hat ein Gewächshaus. Aber man muss auch sagen, sie hat auch das Geld in jedem Fall, das Gewächshaus immer wieder neu zu machen, wenn es durch Hagelkörner und ähnliche Sturmschäden umfallende Bäume kaputt geht. Das ist etwas, was ich leider nicht habe. Und ich habe auch noch mehr Bäume. Ja, daher war das mit dem Gewächshaus leider nicht so ein Ding. Das ist so ein Ding, was sich beißt. Vegetation und Glashaus. Keine gute Sache. Natürlich mit einem Grund wie mit den Pools, warum wir denn praktisch alles abholzen können. Eine gute Rechtfertigung. Ne? Wir wollen unser Gemüse anbauen. Nütze als nichts, Heinz, muss die Kiefer weg. Habe ich nie gemacht. Dadurch habe ich weniger zu essen. Schönes Ding. Hier haben wir nochmal. Hey, Eli! Wir könnten jetzt vielleicht noch ein paar, vielleicht sehen wir noch ein paar Rebhühner. Das wäre noch mal ganz interessant. Ne? Habt ihr schon eh mal gehört? Vorgestern fast eins mit dem Fahrrad überfahren. Ja, das ist los, Rüben, Eli, ne? Ich habe gerade die Gelegenheit noch mal genutzt, um noch mal richtig schön in die Sonne zu fotografieren. Mit 80 mm natürlich, wegen der, was ich erzählt hatte, wegen der Lichtreflexion in der Linse.
Und das im Vergleich jetzt natürlich mit allen, also die eine 80 hergeben. Auch ganz interessant, das Resultat. Ist jetzt natürlich noch nicht so ganz aussagekräftig an dem kleinen Bildschirm der Kamera. Deswegen halte ich mich da jetzt noch ein bisschen zurück. Aber das war jetzt natürlich 30 Jahre Entwicklung stecken dazwischen. Ja? Und die andere hat hier super hyper ED-Glas mit extra Antidispersions und was nicht auch alles für Schikanen. Ja? Müsste also in solchen Fällen deutlich besser sein. Theoretisch. Und da schaue ich dann mal, was die Praxis sagt. Ja? Und jetzt geht es wirklich langsam unter die Sonne. Ja, also wir schaffen das tatsächlich noch, möglicherweise einen Sonnenuntergang drauf zu bekommen. Das würde mich ja freuen irgendwo. Viel haben wir davon nicht, weil die Wolken sind jetzt, nehmen das alles weg. Ja. Aber vielleicht kriegen wir ein bisschen Orange hin. Das wäre nicht verkehrt. War Eli? Jo, ich habe, nicht als ich wundert, ich habe Eli jetzt angeleint. Weil das ist mir eine Nummer, ja doch Eli, das ist mir eine Nummer hier zu heiß mit unseren Schießwütigen. Na? Die sitzen hier auf der Kanzel und warten nur darauf, dass sich irgendetwas Bewegendes durch ihr Blickfeld beamt. Was dann in jedem Fall erlegt werden muss, egal was es ist. Und oh, da habe ich jetzt gelabert. Und da gingen mir die Gans flöten. Wobei, ich hätte jetzt sowieso nicht die richtige Einstellung gehabt. Da müsst ihr erstmal, gehen wir mal auf Blende 4 wieder runter. In die Sonne übrigens mit Blende 22. Ne? Das ist, 32 ging nicht mehr. Das konnte ich nicht verwacklungsfrei halten, aber 22 ging noch. Und da haben wir wieder unseren Freund, den Schwan. Der sitzt die ganze Zeit auf dem Acker da. Ein Single. Ja, wer hätte es gedacht? Und wo ich es gerade gesagt habe, hier, ja, sieht da einer von den Kanzeln. Und ich muss eigentlich froh sein, dass keiner drauf sitzt, sonst hätte es den Schwan wahrscheinlich gar nicht mehr gegeben. Das gibt es auch immerhin Essen, ja. Das ist eigentlich ein schönes Bild, Eli, ne? Den lichten wir nochmal ab. Den Schwan im Sonnenuntergang. Hat gerade eingesetzt, genau wo ich jetzt die Kamera angemacht habe, fing es an. Das Concert Legro. Das erste Mal, dass ich die Frösche jetzt höre, tatsächlich. War gestern noch nicht der Fall. Das ist der erste Tag in diesem Jahr, wo es losgeht offensichtlich. Sind sie alle aufgestanden. Das klingt erstmal interessant, kann ich nicht sagen. Habe ich ein Video bei mir auf dem Kanal, was kein Mensch geguckt hat. Froschkonzert am See mal, nachts aufgenommen, ne? Kriegst du eine Macke. Kannst du nicht mehr schlafen. Echt, das ist kein Witz jetzt. Ja, ist dermaßen laut. Da lieber einen rauschenden Fluss irgendwo mit Wildwasser. Da komme ich eher mit klar. Aber Frosche, da kriegst du einen Knall, wirklich. Das ist wie Vögel, morgens um 3.40 Uhr. Kennt ihr? Der Unterschied ist, die Frösche machen es die ganze Nacht durch. Also wenn die Frösche aufhören, fangen die Vögel an. Da kriegst du einen am Sender. Gut, ja, wir wollen die Natur nicht schlecht drehen. Ja, das sind ja so Sorgen, die andere lieben gerne vielleicht auch mal hätten. Das weiß ich nicht. Ne? Ich muss sie nicht haben, aber man muss auch mit leben können. Ja? Unser Single-Schwan. Tja. Mal wissen, was bei denen im Kopf vorgeht, wo der den ganzen Tag da rumhockt, ne? Vielleicht auch gar nichts. So, jetzt hat schon wieder aufgehört, ne? Ging fix. War nur mal so eine Welle gerade. Wer weiß, warum auch immer. Kommt vielleicht nochmal. Ich bin jetzt mal ein bisschen ruhiger. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch ein von den... Nee, Eli, das kannst du schon vergessen. Einen von den Wasservögeln sehen, die vielleicht nicht flüchten. Gucken wir mal.
ist allerdings ein Mix aus, aus Sturm in jedem Fall und teilweise auch Biber. Oh. Die Ecke sah echt mal besser aus. Ja, aber gut, das wird ja wieder. Ja, irgendwann. Gibt einen neuen Ameisenhaufen, muss man dran denken. Oh, hier habe ich noch ein Motiv entdeckt. Hier habe ich noch ein Motiv entdeckt. Halt, Ila, hier ist ein Motiv. Der Stamm im Wasser. Sieht so ein bisschen aus wie ein Krokodil, ne? Jetzt sind sie leider alle geflüchtet, die Tiere, ne? Aber beziehungsweise die Ausländer, jetzt ist hier mal nichts los. Wobei ich muss sagen, ich hätte auch keinen Bock auf die dunkle Ecke hier, ne? Wenn ich da vorne die Sonne sehen könnte. Denn die ist jetzt tatsächlich weg. Also man sieht nicht mehr viel, ne? Hinter den. Ich habe sie eben nochmal abgelichtet. Das letzte, was zu sehen ist, jetzt sind die Wolken da. Das war's. Jetzt wird es bloß noch dunkler, nicht mehr roter. Dann gucken wir, dass wir hier zurück durchs Schild kommen. Mal gucken, ob wir durchs Wasser gehen vielleicht. Das kriegen wir hin, ne? Der Disclaimer für die Kinder zu Hause, nicht mit nackter Haut durch Schilfgras laufen. Das gibt Aua mitunter. Ist wie ein Messer. Schneidet scharfer als Papier. Man muss überall irgendwelche Outdoor-Disclaimer heutzutage bringen. Ja, das ist ja, jetzt macht das mal einer und sagt, ja, aber dem ist nichts passiert. Doch, ich habe auch Kratzer. Ich renne ja auch die ganze Zeit durch Brennnesseln, falls euch das auffällt. Aber ich achte da einfach nicht drauf und dann ist das nicht da. Was ist das hier? Diese Nummer. So, Eli. Wir müssen hier wieder durch die Nesseln durch. Das ist hier so unser Abenteuerwald. Warte mal, Eli, wir strippeln dich mal ab. Dann kannst du hier selbstständiger gehen. Ach nee, warte mal. Also hier geht es nur gerade nicht, weil da vorne steht nämlich eine Kanzel. 100 Meter. Die ist da. Und da sitzt jemand, der hat so ein ganzes Tatdrehen. Der hat ein ganzes Tatdrehen. Ne? Das ist auch jemand, der schießt übrigens auch aus dem Auto. Ja, da muss man aufpassen. Gut, Ila, wir sehen uns vor. Diesmal ist die Kanzel leer. Ja? Aber sicher kannst du dir da nie sein. Da hinten fliegt ein. Ist das ein Storch oder? Nee, ist ein Reiher. Ist ein Reiher. Haben wir hier auch zwei, drei Stück. Gehen wir außen rum, ja? Dieses dunkle Ding da ist. Diese ganze Gestrüpp in sich hier. Oh, hier, was haben wir denn da gesehen? Guckt euch das mal an. Da steht Ila, die läuft die ganze Zeit durch Brennnesseln. Machst du einen Disclaimer? Wahnsinn, guckt euch mal an, wie dieser Riesen, diese Riesenpappel und nicht mal 50 cm tiefes Wurzelwerk. Ja, du kannst dir natürlich vorstellen, in dem Sumpf hier, ja, ist Peng, wie nichts. Die Erle, ja, deutlich robuster. Da sieht man mal wieder, ja, die Natur macht uns vor. Weniger, das heißt in dem Fall Masse, Umfang, Höhe, ist manchmal mehr. Denn wer hoch baut, der fällt auch tief. Ja, das ist so ein Zaunfall für die ganzen Protzer, weißt du, mit ihren 21 Zoll Rädern. Das macht nicht immer alles Sinn, was so aussieht. Weißt du? Nee, Ila, komm, du hast hier noch Kaki-Falle heute. Hoch mit dir.
Was ihr euch, was ich gesehen hatte, ganz interessant, diese Jauchegrube, darf man das so sagen? Nee, Eli, du hast, ja, er hat was, Eli hat in jedem Fall was jauchen hier. Hier ist in jedem Fall Biber, haben wir auch schon gesehen, genug Spuren da vorne. Und das sieht aus, da hinten, würde ich sagen, wie so ein kleiner Eingang, ein Nebeneingang zu einer Biberhöhle. Bau. Ja. Hier ist was los. Und wenn wir uns jetzt hier eine Weile hinstellen würden, denn aber Rehe brauchen wir gar nicht mehr, haben wir glaube ich schon genug gesehen, ja? Weil die dürften hier durchs Bild laufen ohne Ende. Und Schwarzwild natürlich auch, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Müssen wir noch ein bisschen länger warten, bis es dunkel ist. Denn doch, Ila, dann sehen wir die auch. Und oh, da sind wir wieder. Da, wo der ganze Spaß angefangen hat. Wir waren jetzt tatsächlich über 5 Stunden unterwegs. Ja, nicht verkehrt. Für mal eben so einen kleinen Objektivtest vor der Haustür. Mache ich ja immer mal wieder gern. Muss allerdings sagen, wenn ich sonst so etwas mache, dann nehme ich das Fahrrad. Ja, aber da wir ja, wie gesagt, heute früh schon in der Stadt gewesen sind mit Eli, dachte ich mir, lässt ihn ruhig noch ein bisschen am See trinken. Das ist auch länger was von hat. Aber es geht schon wieder besser. Er hat sich wieder eingekriegt. Jetzt auf dem letzten Kilometer hat er nicht mehr geeiert, weil wahrscheinlich alles raus ist. Ja, das, jetzt ist nichts mehr drin zum Eiern. Aber da kriegt gleich einen super Spaß. Morgen ist alles wieder weg. Da bin ich mir ziemlich sicher, das ist da ist er jetzt nicht aus Zucker gebaut, glücklicherweise. Aber wie gesagt, ja, andere Hunde könnten da eher ein Problem mit haben, möglicherweise. Also einige hatten es ja, ganz offensichtlich. Ja, schönes Ding. Ja? Wir sind gleich zu Hause, Ila. 10 Minuten. Bisschen Durst habe ich auch. Ich habe nicht getrunken, ja, besser ist das. Jo, Sonnenuntergang seht ihr. Na, hätten wir jetzt vermutlich, also ziemlich genau hätten wir den jetzt, aber ich weiß nicht, was jetzt die GoPro draus macht. Aber es ist kein Fotomotiv mehr. Also man kann sich das noch ein bisschen romantisch reden mit den 2 Totenpappeln hier vorne. Ja, es ist immerhin ein bisschen orange zu sehen. Aber auch wenn ich sie jetzt im Hals habe, es juckt nicht. In keinster, da hat es heute schon mehr gejuckt. Ja, und ich habe jetzt auf den letzten, den Schwan habe ich einmal und ich glaube noch 2 andere. Ich glaube 3 Fotos sind nur entstanden mit einer Brennweite zwischen 80 und 200. Die anderen, wie gesagt, nur Extreme sozusagen. Ja. Ich bin echt wahnsinnig gespannt. Ich bin wahnsinnig gespannt, wenn meine Augen nicht so... das erste, was ich jetzt mache, ich hatte mir vorhin Quark geholt. Erstmal hier unten die Augenringe ein bisschen einquaken, dass er die Haut ein bisschen strafft. Ich habe sonst keine Creme. Wozu? Habe ich noch nie gebraucht. Ja. Hat ja jetzt noch nie Notwendigkeit gehabt, so eine krassen Sachen zu machen. Hier ein paar Gurke hätte ich noch. Ja. Und dann nützt aber nichts. Da muss ich heute wieder an diese Flimmerkiste mit dem Strahlenkino, weil es mich juckt mit den Fotos und weil ich natürlich das Video auch schneiden will, weil ich mal wissen will, was überhaupt herausgekommen ist. Ja? Vielleicht lasse ich es auch bleiben, dann kriegt er nichts mit. Sinn und Zweck der Sache war ja einfach, ich wollte euch mal ganz normal Alltag bei mir rumnehmen, ne? Nichts Besonderes irgendwie, jetzt kein Bushcraft-Highlight, wir haben sich um Survival, Überleben gekämpft, sondern ich war einfach nur bei mir mal vor der Haustür draußen, ganz regulär. Wir können auch anders, wenn wir das wollen, ja, aber hier geht's ja nicht und müssen wir auch nicht, ganz einfach. Ne? Und ein Resultat werden wir in jedem Fall feststellen, bin ich mir sicher. Hat das also schon mal was gebracht, wir haben uns bewegt, waren in der frischen Luft, haben nackte Leute gesehen. Alles bestens, ja. Also, was will ich euch damit sagen? Es ist Frühling, ja. Genießt den. Und, ja, hier hat er doch was wahrgenommen. Also ich. Oh, oh. Hier war vor kurzem die Sau. Oder der Eber. Geiler. Ja. Hat nicht wirklich jetzt eben nach Schwarzkittel. Ganz schön intensiv. Jo, also Frühling,
denkt dran, macht was draus. Ja. Ich denke an euch, ich weiß, ich muss ein paar Kommentare jetzt auch wieder machen. Ja. Aber das ist die, habe ich ja erklärt. Ich bin Typ, ich konzentriere mich auf eine Sache. Ich mache nicht 50 nebenbei, was in diesem Fall auch gar nicht gehen würde. Weil wenn ich mich an der Webseite arbeite, ist praktisch alles gesperrt sozusagen. Das mache ich schon, selbst wenn es das Netz hergeben würde, was es ganz bestimmt hätte, mache ich das aus Sicherheitsgründen. Da ist nichts anderes, ne? Das ist, fummel ich nur meiner Seite und alles andere bleibt zu. Ganz einfach. Das ist der Grund, warum ich denn praktisch auch so gut wie gar nicht online bin. Außer das, was ich jetzt natürlich gemacht habe, ein E-Mail checken, wenn jemand was kauft. Das ist das Einzige. Ja? Da denke ich, dass ich da eine sehr kurze Antwortrate habe. Aber alles andere hole ich jetzt wieder auf, in jedem Fall. Ja. Ich hoffe ja auch, dass dieser Beitrag irgendwo sinnhaftig war. Ja. Also zumindest interessant für den einen oder anderen. Das dürfte wahrscheinlich in jedem Fall sein. Ja. Jo, da haben wir es jetzt wieder geschafft. Wir sind jetzt genau da, wo wir angefangen haben. Hier krauschen wir mal wieder in unseren Busch rein. Oha, Eli. Ah, nee, da habe ich schon wieder gar keinen Bock drauf. auf diese Sau jetzt. Nein, das piept wieder. Achtung, Auto-Disclaimer, diese Sträucher haben Dornen. Und Dominik hat ein T-Shirt an. Und es ist das durchaus bewusst, dass es überall weh tut jetzt. Ja, lass die Kamera los. Sieht schon wieder aus wie im Sadomaso-Studio hier. Mio Scholli. Oh, schön. Oh, na guckt euch das an. Wir haben einen Abschluss. Die hat es uns gegönnt. Wir haben noch einen roten Punkt. Ich denke, hier machen wir den auch. Hier machen wir Feierabend. Das ist doch. Ich hoffe, es kommt noch so halbwegs rüber. Schönes Ding. Ne? Da hinten unser Schwan. Der hat sich jetzt auch den Acker verlassen, weil er sich gedacht hat, nee, den Sonnenuntergang, die gucken wir mal lieber von der besseren Perspektive aus an, vom Wasser nämlich. Ne? Und dann bedanken wir uns fürs Zuschauen auf dieser unorthodoxen kleinen Spaziergangrunde. Und mir hat's was gebracht. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht so ein bisschen unterhalten irgendwie. Und alles andere packen wir sozusagen in diesen dritten Teil des Videos. Ich packe den Link unten das rein und gucke, dass ich in dieses Video entsprechend die Fotos mit einfülle, von denen ich euch gesagt habe, dass vielleicht was rausgekommen sein könnte. Auf dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, guten Morgen, gute Nacht, Nachmittag, Kaffee, Kuchen, was auch immer, wann das ihr seht hier. Und so wie wir das, selbst hier unsere kleine Kackbratze heute, wünsche ich euch in jedem Fall viel Spaß draußen.